OBS, hallo? Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem erneuten Sims-Woch an diesem wunderbaren Mittwoch. Also ich glaube, viele haben das noch nicht verstanden, dass Sims-Woch aus dem Mittwoch entsprungen ist. Also wir spielen den Sims-Woch immer am Mittwoch. Okay, reicht. Nee, der Twitch-Chat ist natürlich auch am Stissel und ist schon wieder ganz fleißig dabei, euch zu begrüßen, deswegen... Hier ist der wunderbare Twitch-Chat. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Falls ihr auch mal dabei sein wollt, twitch.tv/simfinity_nina. Meistens in der Regel Mittwoch 16 Uhr. Genau. Und ich freue mich immer sehr, wenn Leute von YouTube auch mal hier vorbeischauen. Es kommen immer wieder Leute hier auch mal bei Twitch vorbei. Das ist immer sehr, sehr schön. Und das ist unser wunderbarer Chat. Chat, das ist YouTube. Gebt euch ein Grücki. Wir haben eben Grückis etabliert. Das ist ein Gruß mit einem Drücki. Also quasi wie das Gruscheln früher bei SchülerVZ. Aber wir haben jetzt den Grücki. Genau. Und Snackriette, danke für die 25 Monate. Schön, dass du da bist. Und wir sind hier wieder zurück in unserem wunderbaren Szenario. Und viele haben sich gewünscht, dass wir mal ein ganz kurzes Recap geben. Also das ist unser wunderbares Haus, in dem wir mit unserer wunderbaren Mom, Raven, leben. Das ist Raven. Raven hatte eine schwierige Kindheit, hat ihre Eltern verloren, beziehungsweise ihren Vater. Über ihre Mutter wissen wir nicht viel. Ihr Vater ist bei einem tragischen Feuer ums Leben gekommen. Deswegen hat sie auch schon ein paar Feuermale. Und sie ist in der Geheimagentenkarriere. Das ist auch das Ziel unseres Szenarios. Wir spielen das Superreich durch Schurkerei-Szenario. Da müssen wir 500.000 Simoleons besitzen. Wir sind dem beim letzten Mal sehr nahe gekommen. Warum, erzähle ich euch gleich. Und wir müssen in der Geheimagentenkarriere in den Berufszweig Schurke. Das ist der nächste Step, denn wir sind jetzt in der fünften Stufe. Und ich glaube, in der nächsten Stufe können wir das dann auswählen. Meine ich zumindest. Michelle, danke noch für die 300 Bitsies. Der Slow-Modus ist aber ganz schön im Fast-Modus. Was meinst du? Auf jeden Fall hat sie dann mit Victor Feng angebändelt. Achso, wir haben noch das Bestreben, dass wir die gemeine Herzensbrecherin sind. Deswegen müssen wir Menschen auseinanderbringen. Das haben wir auch viermal schon geschafft, unter anderem mit Victor und Lily Feng. Daraus ist dann Mason entstanden. Das war nicht meine Schuld. Ihr wolltet das. Er ist auf jeden Fall daraus entstanden. Die Beziehung ist auch ganz gut zu Victor. Also beim letzten Mal hatte er die Kinder auch das Wochenende. Das war sehr süß. Hat er gut aufgepasst, während wir auf Männerjagd waren. Genau, und dann ist sie umgezogen mit Mason. Ihn haben wir dann in San Sequoia großgezogen, glaube ich, hauptsächlich, oder? Nee, in San Myshuno. Und dann sind wir nach San Sequoia. Und dort haben wir dann Fetu kennengelernt. Der Mann unserer Träume, so schien er. Das hat sich dann aber ganz schnell anders herausgestellt. Hinterher gab es, also es ist eine whole story. Er hat auf jeden Fall unseren, also wir sind uns sicher, dass er unseren ex-besten Freund umgebracht hat. Beziehungsweise, es ist er, im Herzen ist er unser bester Freund. Er ist auf jeden Fall gestorben. Mortimer Grusel, bei einem tragischen Kletterunfall. Und zufällig war Fetu auch nicht da. Also zu Hause, als das passiert ist. Naja, auf jeden Fall... ist er dann leider Gottes an einem Herzinfarkt gestorben, Fetu. Also es war nicht unsere Schuld, definitiv nicht. Also Raven hatte damit nichts zu tun. Achso, vorher haben wir noch geheiratet und haben uns scheiden lassen. Und dann, nee, scheiden lassen haben wir uns gar nicht. Er ist einfach gestorben, glaube ich. Auf jeden Fall ist noch ein Baby daraus entstanden. Das ist Lumi. Lumi heißt Lumi wegen Halloumi-Käse, weil Fetu ist der Feta-Käse. Gott, was haben wir schon alles in diesem Let's Play erlebt? Und ich habe jetzt eigentlich nur ein Viertel von dem erzählt, was wir erlebt haben. Da gab es nämlich zwischendurch auch noch Markus Flex und ganz viele Dinge. Den Zusammenhang brauchte man vielleicht, um den Stream letzte Woche zu verstehen, weil letzte Woche war es auch wieder anders wild. Da haben wir dann einen Mann kennengelernt, der mit einer Frau zusammen war. Warte mal, wer war denn nochmal? Daryl haben wir kennengelernt und er war mit Kim Goldblume zusammen. Und wir mussten die zwei dann halt auseinanderbringen. Dachten uns erst, nee, das machen wir nicht, weil sie war hochschwanger. Und dann hat jemand im Chat geschrieben, ja, haha, vielleicht sind die Kinder ja nicht von ihm, hahaha. Ha, ha. Ja, haben wir nachgeguckt, die Kinder waren nicht von ihm. Also es ist einfach das reinste Drama in diesem Let's Play. Auf jeden Fall haben wir dann festgestellt, dass die Kinder von Wolfgang Munch waren. Wolfgang Munch ist der Sohn von Mila Munch. Mila Munch ist die Ex-Frau von Markus Flex, die wir auseinandergebracht haben. Ja, auf jeden Fall haben wir Kim und Daryl dann auch auseinandergebracht, haben noch deren Geld mitgenommen. Deswegen haben wir jetzt so viel Geld.
das war's. Tada! The tea is steaming hot, wirklich. Also sowas von absolut steaming hot. Ich hoffe, das war eine gute Wiedergabe des bisherigen Szenarios. Also dieses Spiel arbeitet aber auch fantastisch mit. Also es passieren jede Woche Dinge, die wir nicht erwarten. Aber ja, mal sehen, was heute alles passieren wird. Ja, sie, danke noch für die 3 Monate. Ich trinke einen Schluck und dann gehe... Dann gehen wir rein. So. Achso, nochmal für die YouTube-Zuschauer. Wir haben auch eine Vorhersage wieder am Laufen. Ob es heute brennen wird oder nicht, das hatten wir ja letzte Woche auch schon, weil ihr wisst ja, unsere Raven ist ein kleiner Feuerteufel. Ja. Genau. Mein Kopf ist sehr schnell nicht mehr mitgekommen. Es ist auch wirklich, wenn man nicht von Anfang dabei war, dann kann man das auch gar nicht fassen. Also das kannst du keinem erzählen. Wann Lumi zum Kind wird? Morgen. Morgen wird Lumi zum Kind. Das heißt, wir werden in diesem Stream vermutlich den Geburtstag von Lumi... Ach ja, auf jeden Fall, weil wir haben schon Sonntag. Wir hatten, glaube ich, heute den Geburtstag von Raven oder gestern. Ich weiß es nicht mehr. Sie ist auf jeden Fall eben jetzt nach so einem Party-Wochenende nach Hause zurückgekehrt. Die Kinder waren bei... Stimmt, die Kinder waren bei... Victor, also bei Masons Dad. Und als wir dann wieder zu Hause waren, kriegt Mason auf jeden Fall auf einmal den Anruf von seiner besten Freundin in Spee, Caroline, ob er nicht noch mit ihr auf dem Spielplatz möchte. Und wir haben gesagt, ja. Und da haben wir den letzten Stream beendet. Deswegen bin ich jetzt mal hier mit rüber gedüst. Das ist nämlich Carolines Silver Sweater. Und die haben wir vor, also das ist das Kind mit dem I'm Pregnant Schild in der Hand. Und mit ihr haben wir uns beim letzten Mal noch mehr angefreundet. Also sie war auch mit im Schwimmbad. Wir haben einen wunderbaren Family Day im Schwimmbad verbracht. Und genau, ich glaube, das war's. Genau, wir machen diesmal diesen Stream noch ein Umstyling. Mal gucken, ob wir das schnell hinkriegen. Und Fee, Hallöchen, schön, dass du da bist. Können Sie den Teil mit... deshalb haben wir so viel Geld nochmal erklären. Wir sind ganz, also ganz kurz ist Daryl bei uns eingezogen und Kim auch. Und deshalb haben wir dann deren Apartment verkauft, weil sie bei uns eingezogen sind. Die mussten bei uns einziehen, weil, weiß ich nicht mehr. Guckt euch das Ende vom letzten Stream an. Ich weiß nicht mehr ganz genau, weshalb sie nochmal bei uns einziehen mussten. Es war auf jeden Fall so. Naja, und direkt danach sind sie halt wieder ausgezogen. Deswegen haben wir so viel Geld. Also wir haben auf jeden Fall das Geld von Daryl. Ja. Weil er hatte ein richtig krasses Apartment. Eieiei. Es war, ja, es war sehr wild letzte Woche schon wieder. Ich hänge noch bei Mortimer. Ja, ich im Herzen auch. Ich im Herzen auch. Naja, auf jeden Fall ist Mason jetzt mit ihrer besten Freundin, mit seiner besten Freundin Caroline hier. Und er ist in seiner Schwimmkleidung, warum auch immer. Und wir haben gesagt, dass Raven ja, also Raven ist ja jetzt nicht, also sie ist ja nicht die beste Mutter. Das muss man ja leider so sagen. Und sie denkt halt, Mason ist im Bett und schläft. Naja, aber währenddessen ist er eigentlich hier mit Caroline auf dem Spielplatz. Und ich tue die mal ganz kurz in eine Gruppe. Und dann gehen wir mal eine Runde Weltraumforscher spielen. Let's go! Genau, wir wohnen in Windenburg. In Windenburg haben wir unser Haus gebaut. Jetzt gerade sind die beiden, glaube ich, in San Sequoia. Ich glaube schon, ne? Auf dem Spielplatz. Und es ist raining. Und hier kommen Menschen. Schon wieder ein Munch. Ich möchte das nicht mehr. Die Munch-Leute sollen mich einfach in Ruhe lassen. Die Frau hat ihr Kind auch irgendwie abgegeben. Ja, genau. Die Kinder waren plötzlich weg. Sie waren weg, weil der Haushalt nicht groß genug war, beziehungsweise zu viele Sims drin waren. Aber wir sagen halt, dass die Kinder irgendwie, weiß ich nicht mehr, abgegeben wurden oder so. Aber ist ja auch nicht unser Tee, das ist ja deren Tee. Caroline, du sollst mit uns spielen. Warum bist du denn traurig? Caroline. Komm. Wir müssen jetzt mal ein bisschen aufheitern.
Also sie ist auf jeden Fall gerade traurig gegangen. Das finde ich nicht so schön. Mason wird nächste Woche zum Teenager übrigens. Und wir hatten ja gesagt, dass es super cool wäre, wenn er vielleicht dann so ein bisschen das Essen für sich, also das Essen für sich entdecken würde. Er wird essen. Essen ist was Tolles. Nee, dass er vielleicht so ein bisschen der Koch wird, weil seine Mom da ja so ein bisschen Probleme mit hat. Und damit sie dann, also weil ich wollte mir ja wirklich Mühe geben, ne? Ich wollte endlich meinen Kindern mal gutes Essen servieren und so weiter. Ja, und dann fackelt Raven wieder das ganze, die ganze Küche ab und so. Und deswegen haben wir gesagt, dass Mason das ja dann vielleicht übernehmen könnte. Und vielleicht können wir dann ja das auch mal mit dem Verkaufstisch ausprobieren. Fände ich super spannend. Und Raccoon, hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich habe letztens einen Waschbär gesehen. Das war sehr cool. Ich glaube, es war sogar ein Baby-Waschbär, weil der war irgendwie voll klein. Nee, das hier ist, glaube ich, San Sequoia, oder nicht? Ach nee, du hast recht, das ist Windenburg. Oder? Ja. Sie ist sehr traurig. Ist das... Ich bin gerade verwirrt. Ich dachte irgendwie, die wären nach San Sequoia gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Wir werden mal herausfinden, warum sie traurig ist. Also, werden wir nicht. Aber wir werden sie auf jeden Fall mal ein bisschen... Wegen Ableben. So Richtung Feinschmeckerfähigkeit. Genau, fände ich super cool. Und dass wir dann diesen neuen Tisch halt kaufen, womit man dann... Also, dass er vielleicht zum Beispiel einen Pizzastand aufmacht. Fände ich super cool. Oder, warte mal, kann er nicht... Irgendwer meinte, ich glaube, das habe ich auf TikTok oder so gesehen, dass Kinder einen Limonadenstand oder so aufmachen können mit dem Tisch? Oder habe ich das jetzt gerade falsch im Kopf? Geht, ne? Das wäre ja ultra süß, oder? Luisa, danke für die 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Kinder können den Stand auch bedienen. Und die können doch irgendwie da Limonade oder so verkaufen, oder? Das fände ich so geil, wenn er jetzt im Kindesalter dann da einfach schon so einen Limonadenstand machen würde. Müssen wir ja gleich mal gucken. Also es gibt ja... Warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Oh mein Gott. Es gibt doch... Das ist ja so ein Dekotablett oder so, ne? Wie, was brauche ich dafür? Also wir kaufen das ja jetzt nicht hier, aber ich würde das mal ganz kurz angucken. Ariane, hallöchen. Schön, dass du da bist. Also man braucht doch dafür irgendwie dieses... Ist das das? Lucky, hallöchen, herzlich willkommen. Das ist das. Damit kann man Limonade machen. Bereite Limonade, Eistee und sogar Zitrusschweiß zu. Oh mein Gott, das ist ja so süß. Das machen wir, oder? Freue mich total, heute bei einem Stream von Anfang bis Ende dabei sein zu können. War heute nicht so erfolgreich mit der Uni, weshalb ich heute schon eher aufgehört habe. Dann mach's dir schön gemütlich. Schön, dass du hier bist. Und es gibt noch eins im Spa-Pack. Okay, aber das ist ja schon mal sehr cool. Da können wir einfach Eistee und so verkaufen. Oh, ist das toll. Ach toll, Josi. Ist das nicht toll? Ach toll, da freuen wir uns. Schauen wir mal, was wird, ne? Jason, hallo, wie geht's? Das finde ich einfach nur toll. Mason, hör mal jetzt auf. Deine Freundin ist traurig. Und Isa, hallöchen, wie geht's? Ich habe das Tablett auch noch nie genutzt. Das werden wir uns dann alles angucken. Oh, guck mal. Sweet. Fühlst du dich ein bisschen besser? Nein. Oh. Okay, das fand sie auch anscheinend gar nicht lustig. Dann versuchen wir nochmal, sie wegen Ableben zu trösten. Vielleicht waren wir ein bisschen zu optimistisch. Fällt dir das besser? Ja, guck mal. Dachte gerade so, hä, 16 Uhr 18 schon im Spiel, das kann doch nicht sein. Ja, ja, heute sind die Dinge ein bisschen anders. Okay, dann versuchen wir sie jetzt noch mal ein bisschen aufzuheitern, indem wir lustig sind. Mal gucken, ob sie das jetzt mag oder lieber nicht so. Ja, doch. Und dann vielleicht können wir mit ihr mal noch in die Sterne gucken. Das bringt ja auch mal, also dann werden die ja immer inspiriert und vielleicht hilft dir das auch ein bisschen. Süß. Mason, mach Sitz. Danke. Okay.
Jenny, Hallöchen, schön, dass du da bist. Noch hast du gar nichts verpasst. Wir sind gerade erst reingestartet. Und wenn er, genau, wenn er erwachsen ist, macht er dann einen eigenen Pizzaladen. Auch finde ich auch mega cool. Machen wir einfach den Real-Life Duki nach. Und Mareike, Hallöchen, wie geht's? Du musst dann nur aufpassen, dass niemand das Tablett an sich kauft, sondern nur die Getränke, die da drauf. Oder du musst alle Getränke einzeln runternehmen. Okay. Ich glaube, so machen wir das dann einfach, dass wir die einzeln runternehmen. Das ist so cool, ich freue mich da jetzt schon so drauf. Was haben wir denn? Herbst? Wird morgen Winter? Weil eigentlich würde man sowas ja eher im Sommer verkaufen, aber ist ja egal. Und Bunny Hallöchen und Strunk Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Und Moon Kati Hallöchen. Toll. Komm, der Geburtstag war ein Luminat. Ja, wir haben halt einfach auch schon 23 Uhr, ne? Süß. Er ist so ein süßer Boy, ne? Ich mag Mason so gerne. Und Franzi, danke für die 8 Monate. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und Sandy, danke für die 32 Monate. Vielen, vielen Dank. Was wird aus der Anwalt namens Jimmy Idee? Ja, mal gucken, vielleicht kommt irgendwann einer, ne? Ich glaube, sie können auch den Tee vom Hochzeitspack verkaufen. Das ist auch süß, ne? Wie so ein Glühweinstand. Wir werden alles erforschen, Leute. Wir werden alles erforschen. Und Lini, Hallöchen, herzlich willkommen. Ich weiß nicht so ganz genau, was du mir sagen möchtest, aber irgendwas hast du gekauft. Opladen. Also in Leverkusen gibt es einen Stadtteil, der Opladen heißt, aber ich glaube, du hast nicht Opladen gekauft. Oder hast du so vielleicht einen neuen Stadtteil gekauft? Sie ist immer noch traurig. Okay, einen Dings machen wir noch. Wir machen mal einen Lehrerwitz. Nee, Mason auf. Ja, sie muss Pipi. Und dann gehen wir nach Hause, weil er ist ja eigentlich auch verantwortungsbewusst. Die ist immer noch traurig. Kann ich. Okay, wartet. Eine Sache noch. Ich möchte jetzt noch einmal versuchen, sie aufzumuntern. Okay. Sie will nicht aufgemuntert. Obla. Ach so, okay. Na gut. Obla. Ja, kenne ich. Ja, Entschuldigung. Hab's jetzt. Ich habe halt den Zusammenhang nicht verstanden. Aber ja, das macht Sinn. Hab's jetzt verstanden. Gut. Dann, Caroline, wir gehen jetzt nach Hause. Sei denn, du willst mir noch was sagen. Nee, ne? Ist gerade auch eine unbehagliche Begegnung. Dann geht Mason jetzt nach Hause. Sein erstes Late-Night-Abenteuer. Mini-Minute. Ja, genau. Leonie, Hallöchen, wie geht's dir? Ist so Esspapier, aber Stadtteil wäre auch geil. Ja, oder? Also es wäre ein anderer Flex gewesen. Sie kann auch bei uns übernachten, wenn sie so traurig ist. Wir müssten hier nur einen Schlafsack kaufen, aber ich meine, wir haben ja ganz schön viel Geld. Bekommt man auch in der Kirche zum Abendmahl. Ja, aber nur bei den Katholiken, oder? Ich war dieses Jahr das erste Mal in einem katholischen Gottesdienst. Weil ich bin halt nicht getauft und deswegen war ich halt bisher immer nur in evangelischen Gottesdiensten. Und es war so anders in einem katholischen Gottesdienst. Da wurden so viele Sachen gemacht, die ich gar nicht kannte. Ich fand es so krass. Also es war ein Kulturschock für mich. Also, ne, ich saß da jetzt nicht so. Aber es war wirklich, es war richtig krass. Ich fand's sehr spannend. Die Josi fand den, ist das Pastor oder Pfarrer? Pastor, ne? Ich weiß immer nicht, was ist. Also den fand die Josi auf jeden Fall am besten. Wir haben auch ganz andere Pfarrer, genau. Caro, Hallöchen und danke für die 23 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Maja, Hallöchen. Auch in anderen. Ich bin neu apostolisch. Bin ich gerade ungebildet? Also ja, ich bin oft ungebildet, aber
Das habe ich irgendwie noch nie gehört. Chanta, danke schön für die 4 Monate. Vielen, vielen Dank. Was war, also, gehört das, ist das so in die Richtung mit dem Orthodoxen oder ist das nochmal was anderes? Ich möchte lernen. Und Strunki, solche Aussagen möchte ich jetzt aber gar nicht, also, weil jeder empfindet andere Sachen ja als schön und ich möchte jetzt nicht, dass hier irgendwie über Religion diskutiert wird oder so. Ich möchte nur gerade lernen. Ne? Wohnen gegenüber einer neuapostolischen Kirche. Ich habe das noch nie gehört. Also ich finde es sehr spannend. Sehr spannend. Also wenn ihr mehr darüber erzählen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Und Lindy, hallöchen. Na, wie geht's? So, wir haben jetzt unsere beste Freundin mit nach Hause gebracht. Raven wird ja eh nicht... Also die sitzt immer noch nackt hier auf dem Sofa. Ich zieh ihr mal eben ein anderes Outfit an. Nee, Lalechen, wie geht's dir? In der orthodoxen Kirche küsst man ja auch die Bilder ab. In dem Gottesdienst, nennt man das auch Gottesdienst? Sorry, falls ich gerade... also ich hoffe, ich trete nicht in irgendwelche Fettnäpfchen. Spannend, sehr spannend. Guck mal, wieder was gelernt. Okay, dann gehen wir jetzt mal, also es klingt so weird, wenn ich jetzt sage, wir gehen mit unserer Freundin nach oben, aber ich meinte damit natürlich nur, kann ich jetzt noch daraus eine Übernachtungsparty machen oder ist das jetzt noch, ist das jetzt schon zu spät? Ich habe das noch nie gemacht. Hä, wo kommt das denn her? Ist das vom Spiel? Von was ist das? Mit zusammenwachsen? Die First Love Mod habe ich nicht mehr. Süß. Neuapostolisch kommt vom Apostolischen und beinhaltet viel vom Evangelium. Ist halt trotzdem etwas anderes. Keine Kirchensteuer, by the way. Ist für mich ziemlich familiär in den Gemeinden, kannst aber auch mal googeln. Aha, okay. Also so ein bisschen wie frei evangelisch. So ein bisschen? Wahrscheinlich nochmal anders, ne? Aber danke für die Erklärung. Das ist ja sehr süß. Aber so weit sind wir natürlich noch nicht. Aber das ist schon sehr süß. Das ist schon sehr süß, ne? Pia, lass dir schmecken, was gibt's? Und Carrie, hallöchen, wie geht's? Nee, alles gut, Max. Ich finde das, also ich lerne ja immer gerne dazu. Also ich mag es halt nicht, wenn dann darüber diskutiert wird, ne? Was ist besser, was ist schlechter, keine Ahnung, wie so Politik zum Beispiel. Finde ich, hatte in dem Chat irgendwie so nichts verloren. Aber wenn man halt etwas nicht kennt, also ich finde das immer spannend, darüber zu lernen. Seit wann können Kinder romantisch sein? Ich glaube, das ist nicht so richtig romantisch, oder? Guck mal. Hä? Ist das wirklich vom Game? Ich kann es ja kaum fassen. Ist das... Das ist ja krass. Wow. Das ist ja so spannend. Sandy, danke für die 31 Monate. Mega süß. Kam entweder mit Zusammenwachsen oder mit dem Update davor. Ja, bestimmt dann mit Zusammenwachsen. Also es passt da ja rein. Wow, I love it. Also Zusammenwachsen hat wirklich vom Gameplay sehr viel Neues reingebracht. Finde ich super cool. Also so diese zwischenmenschliche Sachen finde ich super cool. Das ist ein Mod. Wir sind uns nicht so richtig einig, ne? Ich google es jetzt. Sims 4 Erste Liebe. Toll, da kommen meine eigenen Videos. Ich will mich nicht selber sehen. Also, weil ich möchte das jetzt kurz wissen. Ja, ich sollte vielleicht auf Google gehen, ne? Lukas regt sich immer so über Ecosia auf.
Die Ergebnisse sind nicht so die besten. Sims 4, Kind, Kinder, erste Liebe. Warum komme ich denn auf Pinterest? Hä? Stehe ich nicht. Ich habe keine Mod dergleichen drin. Ich habe das auch. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass es mit dem wenn dann mit der Relationship Dingsbums Mod kommt. Finde ich jetzt so nicht direkt was zu. Das muss vom Game sein. Melli, Hallöchen! Weil ich habe nur MC Command, Childbirth, Mod und UI-Cheats, aber habe die Auswahlmöglichkeiten mit... Nee, ich meine nicht, du bist mein Favorit. Das ist auf jeden Fall vom Game. Sondern das hier. Erste Liebe. Gestehen, verknallt zu sein. Es ist eigentlich genau die Interaktion, die von dem First Love Mod von Little Miss Sam kommt. Aber es ist komisch, wenn du den ja nicht drin hast. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich den nicht mehr habe. Also ich hatte die früher. Aber nachdem ich halt geupdate, also meinen Mod-Ordner gelöscht habe, habe ich den, glaube ich, nicht mehr. Ich möchte das kurz herausfinden, um das halt klären zu können. Ah, never mind, ich hab's doch drin. Wir rudern zurück. Ich hab sie. Aber Mimi, das ist ja dann bei dir ein Mysterium. Es ist doch die First Love. Also ich hätte drauf, also ich hätte meine Hände dafür ins Feuer gelegt, dass ich die gar nicht mehr drin hab. Fuchsbandalöchen. Ich hab die sicher nicht. Ja, krass. Weiß ich auch nicht, wo die dann bei dir herkommt. Okay, so, jetzt aber back to the game, ne? Ich quatsche wieder euch die Ohren voll. Ich wollte eigentlich eine Übernachtungsparty mit ihr machen, aber ich weiß immer nicht, wie das... Also geht das nur über übers Event? Kann ich das so machen? Nur morgen, jetzt. Ist das richtig oder ist es falsch? Ja, ist echt so. Bei Little Miss Sam nimmt man aber auch gern mal nebenbei die ein oder andere Mod mit. Ist echt so. Jaxnerlich, wie geht's dir? Die haben das beim Update angekündigt. Bin ich mir fast sicher, dass sie das im Zuge des Updates zusammenwachsen erwähnt haben. Hm. Okay, ist richtig. Dann machen wir das so. Ich will jetzt nicht wieder irgendwas Falsches machen. Weil dann bringt sie doch ihren eigenen Schlafsack mit. Also irgendwer meinte, man kann dann in den Koffer gucken und da ist ein Schlafsack drin oder so. Oder sie kommt einfach mit ihrem Koffer. Mom, ich hab Besuch mitgebracht. Guck mal, sie hat jetzt auch nur einen... Ach nee, ist es nur ein Koffer, never mind. So, und ich glaube, wenn wir jetzt... Süß, ich wusste gar nicht, dass man nasse Kleidung ausziehen kann. Hä, irgendwer meinte, dass man das dann in, also auf YouTube, dass da ein Schlafsack drin wäre. Lüge! Schade. Naja, egal. Schläft halt auf dem Sofa. Ja, ich meinte eigentlich die Pyjama-Party, aber ich glaube, dafür hätten wir halt extra ein Event machen müssen.
Den platzieren die automatisch, okay. Gut, dann hoffen wir einfach, dass er mal schläft. Weil Mason geht nämlich jetzt schlafen. Sie hat sich schön am Essen bedient. Aber Raven ist ja auch immer froh, wenn sie alle versorgen kann, ne? Gartensalat schlecht. Das Kind geht erstmal nach, in einer Lebensmittelvergiftung nach Hause. Also wenn man eine Pyjama-Party macht über die Events, bringen die einen Schlafsack mit. Wenn es Schlafenszeit ist, packen sie den aus. Ja, wir gucken einfach mal. Sonst, wie gesagt, soll sie halt auf dem Sofa schlafen oder so. Lumi, schläfst du? Nein, Lumi macht wieder Chaos. Warum ist sie auch schon wieder so ausgeschlafen? Dieses Kind macht mich einfach fertig. Muss auf Mason gehen, da steht, glaube ich, Schlafsack auspacken oder Schlafenszeit. Oh ja, das können wir jetzt ja alles ersetzen. Wir haben ja jetzt Geld. Warte mal, das hier war, glaube ich, noch... Doch, das ist ersetzt. Das Aquarium können wir ersetzen. Ist sonst noch irgendwas kaputt? Das Waffeleisen haben wir schon, ne? Oh, nee. Okay. Sehr gut. Sie räumt noch kurz auf. Ja, ja, Vorhersage ist, dass es brennt. Oh, legt sie sich jetzt da? Räumt sie jetzt auf? Nein. Sie weint, weil das Puppenhaus kaputt ist. Süß. Gibt es keine Raketenstarts mehr? Was meinst du, Sotea? Meinst du den Raketenmodus? Den gibt's, wenn jemand neu subbt. Oder meinst du was anderes? Warum müssen sie jetzt schon... Achso, die Nacht ist rum! Oh mein Gott, das hat meine Mutter früher mal gesagt, wenn sie uns geweckt hat. Komm, aufstehen, die Nacht ist rum! Hat mich sehr aufgeregt. Ich glaube, sie hat jetzt einfach nicht geschlafen, oder? Die läuft immer noch traurig draußen rum. Naja, wir gehen jetzt zusammen zur Schule. Ja, die Punkte kriegt ihr trotzdem, auch wenn ihr nicht da seid. Mimi, hallöchen. Schön, dass du da bist. So, guck mal. Mutter des Jahres hat das repariert. Jetzt machst du noch Frühstück. Mason, musst du nicht in die Schule? Aber ist ja eine Stunde, ne? Es gibt aber leider nur Obstsalat, liebe Kinder. Lieschen, danke schön für die 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Einmal Obstsalat in der Familiengröße. Wir sind ja heute eine Familie von 4. Lari, hallöchen, wie geht's dir? So Bock auf Indisch, aber die Restaurants, die liefern, haben alle so einen hohen Mindestbestellwert. Oh mein Gott, ich fühle es sehr. Aber Indisch finde ich auch einfach nur geil. Nee, jetzt kein Raketenmodus. Raketenmodus nur, wenn jemand, also wenn er steht im Erst, also wenn er gar keine Zahl steht. Wenn er einfach nur steht, hat auf Stufe 1 oder Stufe 2 oder Stufe 3 abonniert oder hat mit Prime abonniert. Also Indisch finde ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr geil. Also vor allem Royal Punjab in Obladen. Hat Lini dann ja eben auch gekauft. Nee, aber in Leverkusen. Unfassbar geil. Da nehme ich immer die 238, ist das, glaube ich. So lecker. Das ist so eine Tomaten-Cashew-Soße, glaube ich. Und dann ist da dieser Hüttenkäse drin, aber dieser indische Hüttenkäse, der ist ja anders als der Hüttenkäse, den man jetzt im Supermarkt kaufen kann. Also es ist kein körniger Frischkäse, sondern eher so Mozzarella-like so ein bisschen. Und schmeckt einfach nur so geil. Und dann mit Naan und mit Reis. Traumhaft. Ja, Josie True, das müssen wir echt mal angehen. Also sehr gerne. Aber ja, probiert mal Indisch aus. Also ich weiß nicht, ob es überall so geil schmeckt. Aber das schmeckt schon sehr, sehr geil. Und Sophie, danke für die 32 Monate. Vielen, vielen Dank. Also ich habe halt, wie gesagt, nur den Inder probiert. Theresa, hallöchen, herzlich willkommen. Und Mia, hallöchen. Oh ja, wir können jetzt das Zimmer hier einrichten, ne? Also zumindest einen Teppich drunter legen.
Dann sieht das ja ein bisschen gemütlicher aus. Ich guck mal, ob wir hier einfach den gleichen runterlegen, weil dann sieht es nicht so wild aus. Wie findet ihr das? Sieht eigentlich schön aus, oder? Vielleicht können wir jetzt hier noch so ein... ein great Bild. Guck mal jetzt... Oh Mann, ich würde das Bild durchs Fenster so gerne rüberschieben. Aber es geht nicht wegen des oberen Fensters. Das ist immer was, was mich bei wirklich, also bei echter Architektur so aufregt. Ihr müsst mal darauf achten. Lukas findet es immer lustig, wenn ich mich darüber aufrege. Aber diese ganzen neuen Gebäude. Also wenn Leute sich jetzt dazu entschließen, ein Haus zu bauen. Das sieht ja eigentlich fast immer gleich aus. Passt auf. Modernes Haus. Deutschland. Mann. Das sind jetzt so Villen. Wartet. Warum kommen da nur Villen? Ich möchte die ganz stinknormalen. Schreibe ich da jetzt Mittelklasse hin oder was? Also, ich meine diese Häuser, ne? Diese Art von Häuser. Die sehen ja irgendwie auch alle gleich aus. Also das ist wirklich was, was mich richtig aufregt. Also falls ihr so ein Haus habt, tut mir leid, dass ich da jetzt so rage. Aber kann ja auch sein, dass euer Haus schön ist. Bin ich, also, ne? Ist ja egal. Auf jeden Fall finde ich, die sehen alle gleich aus. Aber die, also hier geht das ja jetzt noch. Aber die meisten Häuser von diesen Häusern... Das sieht aus, als hätte ich das erste Mal Sims gespielt. Die Fenster sind so schlimm platziert. Also wirklich manchmal auch so riesengroße Flächen komplett ohne Fenster. Oder dann ist einfach so hier oben so ein Fenster. So hier so in der Ecke. Das regt mich so auf. Oh mein Gott, es regt mich so auf. Es regt mich so auf. Es regt mich auf, falls ich das noch nicht gesagt habe. Nee, also ihr müsst da wirklich mal drauf achten. Das ist so krass. Ich frage mich, also natürlich ist es praktisch für innen. Ne? Vielleicht muss da innen halt ein Fenster sein und... Keine Ahnung, aber oh, als Sims-Spieler regt einen das auf. Sind das nicht diese Energiespeicher? Ich weiß, also ich finde diese ganzen neuen, also die, diese Häuser, die man halt jetzt als ein modernes Haus bezeichnen würde, bei denen ist das fast überall so. Ich mag diese Häuser nicht so gerne. Also es ist halt einfach nicht so mein Geschmack von Architektur. Also wenn ich jetzt ein Haus bauen würde, würde ich mir nicht so ein Haus bauen. Aber die ganzen Fertighäuser sehen halt auch so aus. Wird zum Teil sogar vorgeschrieben, so zu bauen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil die sehen ja wirklich alle so aus. Also ich finde es so krass. Honigfuchs, Hallöchen, herzlich willkommen. Finde ich voll cool, die Bilder von Zusammenwachsen. Cool. Aber ich glaube, ich fände es besser, wenn wir da ein großes Bild hinmachen. Also das hier muss hier ja auch gar nicht sein. Das können wir ja vielleicht auch noch irgendwie so mit in den Flur hängen oder so. Ich glaube, das, ja, hier vielleicht. Das sieht doch schön aus. Hab eine Freundin, die Architektur studiert und irgendwann zu mir meinte, das meiste, was man in Sims so baut, wäre realistisch einfach null umsetzbar, weil die Statik für Purpose ist. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Aber ich meine so rein optisch einfach. Die sind auch richtig schön, die Bilder. Die sind irgendwie... Warte mal, ich glaube, wir brauchen erstmal eine Pflanze. Ich war Sisi shoppen, ne? Wie die kommt morgen. Es ist so toll. Carla, Hallöchen, danke für 30 Monate. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Und Lenja, Hallöchen. Schön, dass du da bist.
Dann ist unten voll das Riesenfenster und oben in der Ecke so ein halbes Mini-Mini-Fenster. Genau das meine ich. Also ich verstehe auch, dass es vielleicht einfach, ne? Also ich habe ja noch nie ein Haus gebaut, so. Aber als Sims-Spieler denkt man sich so, Hilfe. Ach ja, was soll ich machen? Das ist die beste Pflanze der Welt. Ich kann zum Beispiel da oben auch nie erkennen, ob es ein Komma ist oder ein Punkt. Wo wir bei meiner Hornhautverkrümmung sind. So. Wir stellen hier einfach was vor, dann sieht man das nicht so doll. Wir machen jetzt erstmal einen Vorhang dahin. Welche Vorhänge haben wir? Guck mal, wir haben da hinten die genommen. Machen wir die einfach hier auch hin, oder? Dann sieht man das schon gar nicht mehr so doll. Schön. Michi, hallo. Schön, dass du da bist. Ich versuche auch immer potenzielle Häuser nachzubauen, die wir uns anschauen, um zu sehen, ob es so werden könnte, wie wir es uns vorstellen. Nie wirklich umsetzbar, allein wegen der Treppen und so. Ja, das funktioniert halt im Real Life nochmal ein bisschen anders, ne? Wie der Topf der Pflanze einfach mit der Tischplatte matcht. Oh mein Gott, traumhaft. I love it. Wie oft wurde diese Pflanze schon im Haus platziert? 1, 2, 3. Nee, das ist eine andere. Also 2. Hä? Gar nicht so häufig in diesem Haus, ne? Guck mal, nur 2-mal. Da hinten steht eine andere. Ey! Easy. Und Lari, mein Tag war sehr gut. Ich hoffe, deiner auch. Aber ich glaube, hier muss auch noch eine Pflanze hin. Vielleicht dann nochmal diese hier. Die finde ich auch cool. Stellen wir die da noch so ins Eck. Oder nee, warte. Wir können da noch so einen Schrank oder so eine Vitrine vielleicht hinmachen. Das ist auch so süß, ne? Set einfach. Ein Set. Warum spielst du das Fenster nicht einfach rüber? Ja, weil es dann ja von außen nicht mehr symmetrisch ist. Nur 2-mal, ja. Der Kinderstuhl ist, glaube ich, von dieses, ja, Mellow Moods von Clattercat. Da müsst ihr morgen das Video gucken, ey. Das ist einfach so toll gewesen. Aber das hatte ich tatsächlich schon vorher. Sowas fände ich eigentlich cool, aber das passt halt vom Stil nicht so gut da rein, finde ich. Aber einfach so ein alter Schrank wäre vielleicht auch ganz cool, ne? Wenn man sich mal die Swatches anguckt, sieht das teilweise so geil aus, ne? Inas Lieblingspflanze ist einfach eine Geigenfeige. Ja, ich hatte auch eine in Real Life, aber die ist leider gestorben. Die stand hier im Hintergrund. Rest in peace, Raoul. Rest in peace. Aber eigentlich ist meine Lieblingspflanze, also in Real Life, eine Efeututi. Hey Leute, jetzt geht's los. Erstmal Ivy noch, danke für die 8 Monate. Jetzt dürft ihr einen Raketenmodus machen. Cassidy, danke schön für deinen Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen im Universum. Ich danke dir von Herzen für deinen Sub. Halt dich gut fest, schnall dich an. Und dann geht's los ins Universum. Und da, guck mal, da kommen deine Raketen. Heidewitzka, Herr Kapitän. Ich danke dir von Herzen. Vielen, vielen Dank. Die sind irgendwie alle so fett wieder, ne? Das ist... Also diese Sachen von EA.
Also es soll halt so nur so eine schmale Ablage irgendwie sein. Vielleicht dann doch eher einen. Ach, Mann, ich vertausche das immer. So ein Konsolentisch. Das ist dann zu eng. Nein. Wurde Raoul auch artgerecht beerdigt? Also sein Stamm steht noch da. Nee, ich habe die Neonails noch nicht ausprobiert. Ich lasse meine Nägel gerade noch ein ganz klein bisschen rauswachsen. Weil die ein bisschen kaputt sind von den vorherigen Nägeln. Oh, das finde ich auch sehr geil, ne? Aber das ist halt auch. Also das glitscht dann halt da in die Dings so rein. Oder vielleicht. Ja, auch ein bisschen toll. Stellen wir uns einfach vor, es wäre Fetu. Wir stellen uns Fetu in die Ecke. Das ist auch so süß, ne? Love it. Oder wir stellen so einen Tisch dahin und stellen da noch was drauf. Auch süß, oder? Oder so eine, so ein Stufending. Ich glaube, ich finde so einen Tisch cool. Der ist cool. Den finde ich cool. Hugo lebt noch, ja. Ich muss den nur immer ein bisschen wegstellen, damit ich da nicht aus Versehen reinpacke. Dem Hugo geht's gut. Hauptsache Hugo geht's gut. Bin erst neu dabei, guck deine Videos seit circa 2 Monaten und bin einfach nur wieder in Love mit Sims. Deswegen, auch Mann, das freut mich ganz dolle. Wie schön. Ja, dann herzlich willkommen auch hier. Das ist wirklich schön. Ich denke ja immer so, ja, 2023 entdeckt mich niemand mehr neu. Aber voll cool. Wow, das ist wirklich schön. Aber das ist nicht der Stil. Eigentlich würde ich hier lieber dann so eine Skulptur oder sowas draufstellen, oder? Moni, mach's gut. Und Linda, Hallöchen. Wird's noch doch indisch bestellt, dauert aber 1 Stunde. Aber ich finde, 1 Stunde Lieferzeit ist doch eigentlich normal, oder? Also eigentlich. Egal, wo ich bisher gewohnt habe, hat es immer 1 Stunde gedauert. Ich habe ja tatsächlich immer noch nicht hier bestellt. Einfach weil Luki mir immer leckeres Mittagessen mitgibt. Also, weil ich könnte ja jetzt hier im Büro richtig viele Sachen bestellen. Ich finde so eine Vase eigentlich voll geil. Also ich kann ja irgendwie aus 200 Restaurants oder... also Imbissen und Restaurants bestellen. Das ist ja ein Träumchen, weil ich komme ja vom Land. Aber habe ich noch nicht. Bin ich sehr stolz drauf. Mann. Warte mal, machen wir sie noch so vielleicht? Keine Ahnung, sowas macht man doch, oder? Man stellt doch so eine Vase sich ins Wohnzimmer. Ins Esszimmer. Sah ja schon cool aus. Die Vase als Tischfuß.
jetzt gar nicht drauf geachtet. Hab dich auch erst dieses Jahr auf YouTube entdeckt. Oh, schön. Und Nele, mach's gut. Schön, dass du da warst. Das ist richtig cool, dass mich so viele noch... Also ich finde es halt auch immer voll krass, wenn so viele schon so lange dabei sind. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, was ich auf TikTok gerepostet habe. Also das war von einer Fanpage. Ups. Und da waren halt noch so andere Leute, also so Dagi B und so dabei. Auf jeden Fall ist das Video so ein bisschen viral gegangen. Oh. Auf jeden Fall haben da so viele drunter geschrieben. Oh mein Gott, Nina ist dabei und so. Ey, ihr wisst nicht, wie krass... Oh mein Gott! Wie krass das jedes Mal für mich ist. Obwohl ich das schon seit 10 Jahren mache und ich weiß ja auch, dass ich 270.000 Abonnenten habe, aber es ist trotzdem jedes Mal krass für mich, wenn ich in solchen Videos bin und da dann auch noch Leute drunter schreiben, dass sie halt meine Videos gucken, wisst ihr? Es ist einfach so verrückt. Und dass dann halt so viele schreiben, dass sie meine Videos immer noch gucken. Obwohl das ja so ein Throwback-Video war. Also richtig, richtig krass. Also so viele sind halt schon so mega lange dabei. Und das ist halt einfach crazy. Aber ich schätze jeden, egal ob kurz oder lang dabei. So, und jetzt machen wir hier noch ein fettes Bild rein und dann wollen wir weiterspielen. Oder ich glaube, ich fände so mehrere Bilder cool. Wenn wir vielleicht so... Das finde ich gut. So vielleicht? Finde ich, glaube ich, ganz cool. Vielleicht hier drüber noch eine Efeu-Tüte. Nur kurz gucken, Chat. Warum haben wir denn eine Ziege und ein Schaf im Inventar? Ja, das ist noch unser Überbleibsel aus Chestnut Ridge. Die müssen wir auch mal wieder rausholen, ne, weil... Den gibt's da, glaube ich, nicht so gut. Beautiful. I love it. I love it. Selin, vielen Dank für deine 18 Monate schon. Vielen, vielen Dank. Wie geht's? Wie steht's? How is the lady? Möchte da jetzt noch sowas auf den Tisch stellen. Und dann bin ich fertig mit dem Esstisch. Finde ich eigentlich süß. Aber dieses Pinke da drin ist irgendwie nicht so passend. Aber das ist zu viel. Vielleicht nehmen wir doch einfach nur die Blumen. Machen wir die blaue wie die Wand. Let's go. Was für eine Rakete ist die Mimi eigentlich? Ja. Ich danke dir, Mimi. Okay. Ja, das passt jetzt erstmal so. Wir müssen auch unbedingt noch den Garten und so machen. Aber ich will nicht schon wieder einen Baustream machen. Also was heißt schon wieder? Wir haben ja... Aber ich will Lumi noch umstylen und so. Oh, heute ist Lumis Geburtstag. Mason? Nein, Mason, beruhige dich. Mason, musst du schon... Oh, mein Gott. Ups. Der Obstsalat ist fertig. Naja. Dann geht er halt jetzt ein bisschen, bisschen schlecht gelaunt in die Schule. Geh vielleicht trotzdem da Pipi machen und so, ne?
Das wäre schön. Lumi gönnt sich jetzt auch erstmal zu ihrem Geburtstag einen Obstsalat. Das ist doch auch schön. Was wollen wir heute zu Lumis Geburtstag machen? Emmyleinchen, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Das Ding ist halt, wenn ich Sims in der Galerie speichere, bringt euch das immer relativ wenig, weil die halt voll mit Custom Content sind. Also die Häuser, ne, das ist, also übrigens ist das Haus und das See the World House und so, die sind alle online, die müssen nur Mods aktivieren, weil da halt ein oder zwei Sachen drin sind, ne. Aber auf jeden Fall bringt euch das halt nichts, weil die Sims ganz anders aussehen. Einen Kuchen backen, ja, müssen wir ja wohl oder übel, ne. Ihr seid barbarisch, wisst ihr das? Hat sie jetzt schon gegessen? Nee. Ja, setz dich schnell hin und jetzt isst dein Obstsalat. Warum bemühe ich mich eigentlich noch, wenn es dann eh keiner isst? Du isst jetzt dein Obstsalat. Sollen wir... Also ich weiß, Lumi hat Geburtstag, aber sollen wir diesen Tisch jetzt... machen wir den Verkaufstisch denn... Also wir machen das hier so vorm Haus, ne? Hier laufen ja immer genug Leute rum. Guck mal, da läuft schon wieder eine... Ach, guck, wie viele Leute hier langlaufen. Dann möchte ich mir ganz kurz... Ganz kurz, Leute. Ganz kurz. Der muss natürlich direkt First Row hier. Front Row. Oh. Ja, okay, machen wir vielleicht einen Ticken nach hinten. So. Oh mein Gott, ich lieb's so. Das ist so toll. Jesumina, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Erbsen sind Obst. Ja, fast, ne? Und nee, ich wollte die Kinder nicht alle umstellen, sondern Lumi, wenn sie Geburtstag hat. Mason ist gut, so wie er ist. Ich finde, das sieht am kindlichsten aus, oder? Der Regenbogenstand? Und Athena, viel Spaß beim Lesen. Am Freitag spiele ich wieder Planet Zoo. Ja, ja. Kann man diese Tablets, gibt es die irgendwo so zu, vielleicht in der Küche, ne? Ich rede wieder nicht in ganzen Sätzen, ne? So zu finden, meine ich. Hier. Also es gibt einmal das. Oder halt das, das finde ich eigentlich am besten. Können wir das auch hier? Nee, leider nicht. Das können wir leider nicht da drauf stellen. Sollen wir den dann hinten hinstellen? Oder, warte mal. Wir stellen hier noch, weißt du, Lumi hat Geburtstag und ich richte Mason hier einen Verkaufsstand ein. Naja, was soll's. Dieser Junge hat sein Leben lang verzichtet. Guck mal, so ein ach ja. So. Guck. Und da macht er dann seine Limo drauf. Mason macht eine Geburtstagslimo, so nehme ich. Nee, Kinder können leider keine Waffeln backen. Und Lari, mach's gut. Schön, dass du da warst. Sei ihm gegönnt, finde ich auch. Okay. Ja, mehr kaufen wir jetzt auch erstmal nicht. Man, Lumi, guck mal. Also, ja, dieses Kind hat's auch einfach nicht verdient. Die hat ihr Puppenhaus schon wieder kaputt gemacht. Sie kriegt zum Geburtstag, dass wir das Puppenhaus nochmal reparieren. Das ist ihr Geburtstagsgeschenk. Und ein Brand vielleicht noch. Eventuell. So, jetzt hol dein Kind da mal ganz kurz raus. Aber was unternehmen wir heute mit diesem wild gewordenen Rabaukenkind? Sie braucht, also wir müssen ja irgendwas sehen.
irgendwas tun mit ihr. Ja, ich weiß auch nicht, wann sie das schon wieder zerstört hat. Ich habe keine Ahnung. Hab ich auch nicht mitbekommen. Du hast heute Geburtstag. Darum lesen wir jetzt ein Kinderbuch. Weil Raven gibt sich ja wirklich Mühe. Raven gibt sich wirklich Mühe. Raven! Aber ich würde so gern zur Arbeit gehen. Aber sie muss bis 19 Uhr arbeiten. Imagine in real life, Mama, was bekomme ich zum Geburtstag? Wir reparieren dein Puppenhaus. Leute, soll ich sie zur Arbeit gehen lassen oder nicht? Nee, oder? Das können wir nicht machen. Das geht. Also wir müssen heute Urlaub nehmen, oder? Ich glaube, dafür ist es jetzt auch schon zu spät für Urlaub nehmen, glaube ich. Wir sind krank. Ich glaube, es ist zu spät. Hat's geklappt? Ich glaube nicht. Naja, was soll's. Rechnungen müssen wir bezahlen. Die sind gerade reingeflattert. Wie viel ist es? 843? Hör mal, Schnapper. Hallo. Steffi, hallo! Und Alexi, hallöchen! Schön, dass ihr da seid. Also ich hatte jetzt gerade gelesen, dass jemand geschrieben hat, irgendwie so ein Spielpark oder sowas. Das müsste ja dann so für Kleinkinder aus sein, ne? Wir gehen mal ganz kurz in den Weltenverwalten-Modus. Nur mal kurz gucken. Boah, ich bin noch gar nicht, also... Ich war so lange nicht mehr in der Therme. Ich habe eigentlich gestern meine Haare gewaschen. Das ist ein bisschen tragisch. Ich würde ja denken, ich kann in die Therme, ohne dass meine Haare nass werden, aber nicht mit Lukas live. Was soll ich denn heute kochen? Was hast du denn da, Josi? Und Juju, hallöchen und Alunsch, hallöchen. Alles frisch im Hause, Ninus, Maximus, Thermus, Mausus. It's all the perfect, yes. Und bei dir? Denke ich mir auch immer, ja, es ist einfach traurig. Toddler, nee, warte. Objektname. Toddler, Fun. Wind blowing in your hair. We can go yeah. Immer derselbe Struggle mit dem Haarwaschtag. Es ist einfach ein einziger Struggle. I see, very nice, very nice. Bei mir ist alles oberfresh, habe heute richtig gute Laune. Ich auch, Tiffy. Was ist los mit uns? Aber schön, freut mich ganz doll, dass du gute Laune hast. Lieber nasse Haare und schöne Erinnerungen, als wegen sowas sich einzuschränken, musst du dir denken. Ja, ich denke mir auch jedes Mal so, nee, heute machst du die Haare nicht nass. In 5 Minuten dauert es. Oh mein Gott, das ist das perfekte Lumi-Unterhaltungsprogramm. Also das ist ja perfekt für einen Kindergeburtstag. Oder? Hab noch ein paar Kartoffeln und Möhren und eine Tomate. Das wäre schon mal eine Tomatensauce, aber ich glaube, du hast ja gestern schon Tomatensauce gemacht, ne? Warum berate ich dich jetzt eigentlich als Nicht-Koch? Aber Ofenkartoffeln sind schon mal safe, Josi. Fuchsbande, mach's gut. Schön, dass du da warst. Und ich danke dir. Und Playboy Dodo, hallöchen. Schön, dass du da bist. Okay, also das ist großartig. Das brauchen wir. Wie groß ist das? 30 mal 20. Ich glaube, das machen wir nach Newcrest, ne?
Zweifelsfall immer alles nach Newcrest. Zur Not einfach Ofenkartoffeln und die Möhren kann ich auch dazu machen mit bisschen Dip. Ja, perfekt, Josi. Ist doch voll geil. Lecky. Haben mir letztens einen sehr tollen Föhn gekauft, der zwischen heiß und warm wechselt und dadurch die Haare weniger strapaziert. Föhn aber sehr selten, lässt die Haare meistens Luft trocknen. Ich möchte über Föhns nicht reden. Nee, klingt sehr schön. Klingt gut. Ja, traumhaft. Guckt mal, da ist sogar so ein Puppentheater. Da können wir unsere nicht vorhandenen Freunde einladen. Toll. Mason kann hier draußen mit Caroline spielen. Die wird natürlich auch eingeladen. Super. Das wird ja supi. Was haben die Föhnse dir getan? Ich habe einen Dyson Airwrap und es war die unnötigste Aktion des Jahrtausends. Also ich bin froh, ihn zu haben, aber es ist halt einfach nicht nötig gewesen, sich einen so überteuerten Föhn zu kaufen. Ich weiß nicht, was die Mehrzahl von... Ich würde Föhns sagen. Ein Föhn, zwei Föhns. Hätte ich jetzt gesagt. Damon, hallöchen. Schön, dass du da bist. Okay, jetzt müssen wir aber dann natürlich noch warten. Oder wir gehen mit... Nee, wir chillen noch ein bisschen. Dann gehen wir mit Lubi dahin. Wir lesen jetzt dann wirklich erstmal noch ein Buch vor. Und dann... kommt Mason nach. Finde ich. Everett war einer meiner besten Investitionen. Leben hat sich total geändert, habe aber auch eine Toolong. Ja, also ich glaube, es kommt halt voll auf die Haarstruktur an. Also die Annie zum Beispiel, also die Annie Targaryen, die schwört auch darauf. Aber ja, es ist ein Föhn. Jetzt hast du was losgedreht, Pia, so ist es. Laut Google Föhne. Könnt ihr jetzt einfach mal ein Buch lesen? Ich will einfach nur was Schönes in meinem... Okay, wir reparieren jetzt das Puppenhaus. Währenddessen spielt Lumi mit den Formen. Ach scheiße, der Geburtstagskuchen. Wir reparieren das Haus, dann der Geburtstagskuchen und hoffen, dass es einfach nicht brennt. Und dann... Sie will zu dem Mann, den wir verarscht haben, freundlich sein. Und dann gehen wir ins Spielecenter. So, Lumi, spiel schön, fröhlich, hahaha. Seid ihr bereit, Chat? Ihr dürft euch aussuchen, welchen Kuchen sie bekommt. Ja, ein bisschen provozieren muss ich sie aber auch. Kann er es jetzt nicht komplett übergehen. Rosan, Kokosnuss, Schoko. Gut, dass ihr alle was anderes sagt. Matcha-Kuchen. Willst du für ein Kind einen Matcha-Kuchen machen? Okay, ich glaube, die meisten sind für Rosa bzw. Erdbeer. Okay, dann muss ich den jetzt... Ah, nee, ich muss den ja nicht suchen. Warte. Süßspeisen. Warum ist Reiskuchen unter Süßspeisen? Es ist doch eigentlich, also Rice Cakes. Oder ist das nochmal was anderes? Nee, das ist ja was Chinesisches, steht da, oder? Weil Rice Cakes sind doch eigentlich nicht süß. Also ja, ein bisschen Süße ist da drin, aber eigentlich ist das doch was Herzhaftes, oder? Ach, guck mal, diese ganzen Sachen, die man jetzt auch so machen kann, das ist einfach nur toll. Der verbrennt doch sowieso, also eigentlich egal. Samapia! Ich glaube, ich spinne. Also,
Wir müssen hier auch mal ein bisschen an Raven glauben. Bitte, Raven, bitte. Bitte einfach. Dann nur noch die Frage, wer schält für mich jetzt Kartoffeln? Mach mit Charlie, also da sind die meisten Vitamine drin. Wasch so gut ab und dann let's go. Ich habe ein bisschen Schiss. Fühle mich gerade voll ignoriert. Ja, das mache ich auch immer extra. Es macht mir besonders viel Spaß, Menschen im Chat zu ignorieren. Nicht. Wir warten und wir warten und wir warten. Der Direktor hat da auch noch was mitzureden. Wir haben eine Prediction am Anfang gemacht, ob es heute brennt oder nicht. Darum geht es ja jetzt gerade. Deswegen sind da ja alle ganz scharf drauf. Ich werde nur bei so einem Live ignoriert. Ja, weil du hast ja auch kein Sub-Badge. So, nämlich. Also. Direktor stattet der Klasse von Mason heute einen Besuch ab. Alle sollen sich korrekt verhalten und den Unterricht nicht stören. Leider hat das Kind hinter Mason sich entschieden, ihn mit irgendetwas zu beschießen. Soll er das Kind ignorieren oder das bitten, damit aufzuhören? Mason würde es ignorieren, oder? Also, Mason ist ja ein süßer Boy. Also, nur um das nochmal klarzustellen, ich ignoriere nicht extra Menschen im Chat. Aber es sind sehr viele Menschen im Chat. Und deswegen kann es sein, dass ich Nachrichten überlese. Saskia, Legend, schön, dass du da bist. Also ich finde es halt immer traurig, dass ich das überhaupt nochmal sagen muss. Weil es sollte ja eigentlich so klar sein. Aber naja, okay. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Das passte ja. Oh mein Gott, ich merke gerade erst, wie gut das vom Spiel gepasst hat zu unserem Kontext. Wir ignorieren. So wie im Chat ich die Leute ignoriere, ignoriere ich das Kind. Lustig, Nina, lustig. So, jetzt Partyalarm. Wehe. Ich bin dann halt einfach sauer, weil ich das dann wieder ersetzen muss. Von meinem Geld. Was ist los mit der Frau? Ich habe nichts gemacht, Chat. Ich habe sie nicht gedopt oder so. Und sie hat das. Sie hat. Aber noch ist euer, ne? Ist ja noch nicht. Also. Es war ja nicht, ob es beim ersten Mal. Also. Aber. Schon stark. Catitude, danke schön für die 28 Monate. Vielen, vielen Dank. Nee, also es ist ja bis zum Ende des Streams. Nur wenn es jetzt, kann ich da auch schon die Kerzen drauf machen, wenn, und das dann ins Inventar tun? Das weiß ich jetzt nicht. Schreib mir das mal schnell. Also die Umfrage geht auf jeden Fall bis zum Ende. Okay, kann ich. Okay. Tada! Lumi hat heute Geburtstag, die kleine Lumi-Maus. Dann räumen wir jetzt noch kurz auf und dann... Ach ja, guck mal, wir haben ja schon 12 Uhr. Und dann gehen wir mit dem schlecht gelaunten Mason ins Spielparadies. Warte, geh du noch ganz kurz hier aufs Töpfchen, bitte. Hör auf zu spielen. Ich finde, das zweite Kind sollte 2 Kuchen kriegen. Ihr seid Schlingel. Kaki, 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 wir machen Kaki. Kaki, kaki, kaki. Kannst du dir ein Haustier zum Geburtstag schenken? Naja, das Ding ist, wir haben halt noch eine Ziege und ein Schaf. Eigentlich. Das war ja so ein bisschen wie so die Menschen, die sich bei Corona einen Hund geholt haben und ihn dann nach Corona wieder abgegeben haben. Es war ein bisschen voreilig, möchte ich meinen. Es war ein bisschen voreilig. Wir haben sie aber noch im Inventar. Ich,
glaube, haben wir die im Haushaltsinventar oder hier? Die im Haushaltsinventar. Wir verkaufen Ziegel und Schafe und kaufen Katzen. Das kann ich mit meinem Herzen nicht vereinbaren. Also bitte, kannst du jetzt mal schneller kacken? Ah, sehr gut. Okay, wir gehen ins Kinderparadies. Vielleicht lernt Lumi dann ja auch mal ein paar Freunde kennen. Ich sehe Lumi so richtig als so super krass extrovertiert. So die Regina George der Highschool. Nur halt als Kind. Newcrest. Ja, das Papphaus ist mega süß. Ich glaube, das ist von Nachhaltig Leben, oder? Wir geben die Ziege und das Schaf wie gefühlt alles an die Flex-Familie. Als Entschädigung. Das ist schon lustig. Warum können wir sie einladen? Und den Feuerwehrmann. ich habe in der See the World Challenge habe ich heute noch was gemacht, was viele freuen wird. Ich sag's euch jetzt einfach mal, weil es ist jetzt auch kein großer Spoiler. Duke, ne, das Pferd von Don, ist jetzt, weil sich viele ja gewünscht haben, dass Crystal das Pferd bekommt. Und ich wollte ja aber keine zwei Pferde, deswegen hat fällt mir dein Name nicht ein. Hämme ich doof? Der Bruder, der auch in Evergreen Harbor gewohnt hat? Mir fällt sein Name nicht ein. Kian, oh mein Gott. Kian hat das Pferd jetzt. Ja. Fand ich eine coole Sache. Hat noch gar keiner vorgeschlagen. Also ich habe es zumindest nicht gelesen. Aber mir ist es heute so spontan eingefallen. Und Kian hat jetzt Duke. Eigentlich voll cool. Naja, okay. Lumi geht zusammen. Ach so, Lumi kennt nur die drei, die sie einladen kann. Toll. Wunderbar. Ist das schön. Er kann bestimmt noch Schaf und Ziege gebrauchen. Wir gucken mal, ob wir das irgendwo hingehen. Naja. Hingeben, meine ich. Lumi mischt jetzt erstmal den Laden auf. Sarah, mach's gut. Schön, dass du da warst. Und Lilly, Hallöchen, herzlich willkommen. Guck mal. Och, sie hat sich... Och, guck mal, dieses Outfit. Ich will eigentlich nicht, dass sie zum Kind wird. Und wir müssen direkt den nächsten Raketenmodus starten. Komm, wir rutschen ein bisschen. Charlie, danke schön für deinen Prime-Sub. Herzlich willkommen im Universum. Vielen, vielen Dank. Für dein Subby. Halt dich gut fest, schneid dich an und dann geht's los into the universe. Ich danke dir von ganzem Herzen. Dein Raketenmodus ist im vollen Gange. Ich danke euch sehr, Chat. So. Und ich hoffe, dass hier jetzt gleich mal ein paar Leute noch kommen. Guck mal, hier ist jetzt die Bess. Die ist eine Unternehmerin und schwanger. Ihr sind aber auch alle schwanger, ne? Also Heidewitzka. Das ist echt wild hier. Raven, was willst du mit Lumi machen? Nee, sprich nicht mit deinem Kind. Das würde ich nicht. Ach ja, toll. Und ein Kleinkind beim Klettern helfen. Das kannst du machen. Billy. Der Werwolf, unser ehemaliger Nachbar. Hab ihn nicht vermisst. Dankeschön für den Raketenmodus, ihr Lieben. So, da gehen wir noch ein bisschen rutschen. Das ist wirklich richtig süß hier. Aber gibt's hier einen Tisch? Ach, guck an. Hier oben ist eine Theke. Hervorragend. Tada! Da, 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 da. Christina, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Möchte kurz sagen, dass ich jetzt offiziell zur Snacks-Familie gehöre. Hatte bis gestern meine Testperiode und bin begeistert. Danke für die Empfehlung. Hätte nie gedacht, dass ich so begeistert sein würde. Das ist schön. Das freut mich ganz doll. Sehr cool. Und Friede, hallo! Komm gerade vom Geburtstag meiner Oma und koche mir jetzt Nudeln. Goll. Ich hoffe, du hattest einen schönen Nachmittag. Und Alicien, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ja, aber ich will den noch nicht auspusten, weil ich möchte erst, dass Mason jetzt auch noch hierher kommt. Und wir wollen erst noch ein bisschen Party machen und es noch genießen, dass sie noch ein Kind ist. Und dann, warte, Mason, lad noch dein Girl ein. Caroline.
Was macht er denn? Achso. Warum spawnen hier denn keine Kinder? Hauptsache, es gibt schnelles Internet. Gibt es ein Dings für Kinderparadies? Aber für Kleinkinder gibt es das nicht, ne? Aber das ist ja schon mal gut. Noch ein Raketenmodus. Larileinchen, danke schön für deinen Prime-Sub. Herzlich willkommen im Universum. Ich hoffe, dir geht's gut. Halt dich gut fest, schnall dich an. Und dann geht's los. So, Mason geht jetzt nochmal hier zu seiner kleinen Schwester. Und umarmt sie mal. Weil sie hat ja heute Geburtstag. Und danke schön für den Raketenmodus, ihr Lieben. Thank you. Oh, es ist so cool hier. Kannst du nochmal wiederholen? Hat er sie jetzt schon angehoben? Ah, da ist sie ja. Hallo! Sie ist einfach immer noch traurig, die arme Maus. Ist hier ein, na, hier ist eine Toilette. Also das bin ich ja, also es ist ja fahrlässig, dass es hier keine Möglichkeit gibt, sich zu waschen, ne? Aber das macht nichts. Ist nicht so schlimm. Lumi hat die Zeit ihres Lebens hier. Ach, guck mal. Es ist ein komplettes Spieleparadies hier und sie will zum Klo gehen, um da drin zu planschen. Ich dachte, Raven könnte da vielleicht eine Show machen. Ach, er kann das machen. Wie süß. Jagd auf den Notebook-Dieb. Das ist etwas, was er, glaube ich, machen würde. Das macht er jetzt für alle. Süß. Es ist ein Spieleparadies. Ja. Let's go. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist ja, glaube ich, von kleine Camper, oder? Oder von wann, von was ist das gekommen? Nee, lass mich in Ruhe. Warum fragt mich eine erwachsene Frau, ob ich Teil ihrer Gruppe sein möchte? Komm in die Gruppe. Guck mal, sie versucht jetzt, er versucht jetzt Caroline aufzuheitern. I love it. Süß. Danelli, mach's gut. Schön, dass du da warst. Das ist auch für dich, Raven. Du musst auch zugucken. Ach, guck mal, der Junge guckt auch noch zu. Der Kevin. Ich glaube, das hast du schon gemacht, als Katie mit der Familie im Schneeparadies Urlaub war. Wirklich? So lange gibt's das schon? Sehr gut war das. Woo! Ich finde so Puppentheater ja irgendwie auch ein bisschen gruselig, ne? Ah, ich gucke jetzt mal kurz nach, von was das ist. Keine Ahnung. Ist das kleine Camper? Das ist kleine Camper, ne? Dann habe ich es nicht mit Katie gemacht. Weil das kleine Camper-Set gibt es doch erst so 2 Jahre, oder? Auch gut, wie Raven sich in die erste Reihe setzt und die Kinder nichts mehr sehen können, ja ehrlich. Ist das nicht Toddler-Stuff-Pack? Dann würde es hinkommen zeitlich. Setze eine mal lila. Ah ja, okay. Dann ist es dieses Kinderzimmer-Accessoire-Pack. Dann kann Katie das auch schon genutzt haben. Lumi, hörst du bitte auf, mit fremden Männern zu reden? Wovon ist er ein Fan, frag ich mich. Von kleinen Kindern? Also, geh bitte. Ist Caroline noch da? Ja, sie sitzt noch da, okay.
Aber es ist wirklich so süß, ne? Also auch das kann ich euch sehr empfehlen, um das ins Spiel zu laden. Das ist ja wirklich so niedlich. Er ist halt immer noch voll dreckig, ne? Den Vogel abgeschossen, natürlich nicht wörtlich genommen. Mason hat ein wundervolles Puppenspiel aufgeführt. Süß. Und Lilia, viel Spaß beim Planet Zoo spielen. Dieses Puppenspieltheater ist eigentlich so süß. Wieso man das nicht öfter nutzt, das frage ich mich auch. Ich finde es auch richtig süß. Also wie gesagt, ich habe es jetzt, also zumindest seit sehr langer Zeit das erste Mal wieder genutzt. Ich gucke jetzt mal, ob sie jetzt... Sie ist nicht mehr traurig. Yay! Dann können wir ja jetzt ein bisschen Quatsch mit ihr machen. Dann können wir ja jetzt ein bisschen mit ihr spielen. Und dann lassen wir Lumi am Ende des Tages Geburtstag feiern. Und wenn sie möchte, wenn sie jetzt im Klo spielen möchte, soll sie im Klo spielen. Victor war da. Daddy? I am me and not you. Also wenn er da war, ist er weg. Wo ist eigentlich der Papa von den Kindern? Ja, also Lumis Vater ist tot und das ist Masons Vater. Aber er ist ein bisschen so, ein bisschen ambivalent. Okay, wenn Mason dann jetzt fertig mit Spielen ist, oh mein Gott, er ist so dreckig, dann feiern wir jetzt Geburtstag. Kommt hier hin und wir feiern Lumis Geburtstag. What you believe? Wenn es auch immer was Besonderes, das so selten zu benutzen, dann kommt die Cuteness richtig rüber. Das stimmt. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, kleine Lumi. Er hat sich einfach nur auf den Kuchen gefreut. Yay, the Lumi ist da. Okay, also... Also eins von den beiden muss es sein. Spielführerin, dieser Sim liebt es beim Spielen, das Kommando zu haben. Pyjama-Party-Löwe. Dieser Sim möchte der Mittelpunkt der Party sein auf eine einzigartige, kreative Weise. Und Pia, mach's gut. Schön, dass du da warst und ich danke dir. Spielführerin? Okay. Das ist ein eigener Spielstand. Also es hat nichts mit meinen Let's Plays zu tun. Also das ist... Und was geben wir ihr für ein Merkmal noch? Oder soll ich randomisen? Ich hab Erdnüsse. Ja, selbstsicher finde ich eigentlich auch cool. Nee, noch gab's kein Feuer. Ich mach mal random und guck mal, was kommt, sonst ändern wir. Nee. Selbstsicherheit ist. Ich hätte auch voll Bock, Lumi so ein bisschen böse zu spielen. Weil unsere Kinder sind fast immer alle lieb. Okay. Ja, ne Regina. Nadia Löchem, schön, dass du reinschaust. Jasmin, Hallöchen. Okay. Pretty girl. Dann gehen wir doch mal in den Creative Sim. Und gucken uns das Ganze näher an.
Ist ein Zeichen, erst Tierliebhaber und dann Pferdefreundin, ja, ehrlich. Brauchte kurz einen Snack. Ich bin heute bis 19 Uhr da. Und da mit dem Hut. Hi, Lumi. Aber Lumi hatte dunkelbraune Haare, ne? Das müssen wir beachten. Die finde ich eigentlich sehr süß. Aber ich muss mal gucken. Den gibt's gar nicht. Hä, warum sind die nur so hell? Jetzt muss ein neues Baby hier. Sag mal, also, ihr seid aber immer sehr übereifrig. Hatte sie vorher auch blaue Augen? Ich kann mir das immer so schlecht merken. Wir haben schon wieder einen Raketenmodus. Ja, wir können ihr auch Sommersprossen geben. Können wir gleich mal gucken. Grüne Augen hatte sie. Shaxor, danke schön für deinen Prime-Sub. Herzlich willkommen im Universum. Vielen, vielen Dank für deinen Servi. Vielen, vielen Dank. Halt dich gut fest, schnell dich an und dann geht's rein ins Universum. Okay. So? So ist, glaube ich, schön. Ich habe die Lebenszeit Custom eingestellt, also über MC Command. Also ich habe das nicht vom Spiel selber. Ist mir sonst immer entweder zu lang oder zu kurz. Aber wenn die nicht so kacki getexturized, dann fände ich die voll geil. Oder mit so einem Hut. Ach, oh. Oh, Lumi. Die mag ich so gerne, die Frisur. Ist so süß. Die ist auch sehr süß. Wir haben letztens nachgeguckt, von wo meine Augen waren. Wie hieß das nochmal? Ich glaube, von dem, wo auch die anderen Wimpern her waren, ne? War das Mijiko oder so? Oh, hier steht ein Pony auch voll gut, finde ich. Also ne, die Haare werden noch dunkelbraun. Kann ich auch schon mal drauf drücken. Da, guck mal, die Mimi hat sie nochmal reingeschickt. Ja, Lumi war auch schon die ganze Zeit eher, also hatte immer eher ein bisschen dunklere Haut. Wir vermuten, dass in den Genen der Kinder, also beziehungsweise in Ravens Genen vielleicht auch, dass ihre Vorfahren einfach schwarz waren oder keine Ahnung. Also, weil weder Fetu noch Victor waren ja eigentlich, also Victor hat super helle Haut und Fetu eigentlich eher so, ich würde jetzt sagen, als wenn er so aus Spanien käme oder so. Keine Ahnung. Deswegen gehen wir davon aus, dass die Vorfahren einfach die Gene mit reingebracht haben. Weil das ist ja nicht der Skin oder so, das ist halt vom Spiel so generiert. Wenn ich mir das angucke, will ich wieder Alpha-Haare. Aber ich liebe meine Maxis-Haare, ja. Also ich bin auch, es ist ein ewiger Struggle. Oh, die finde ich sehr hübsch. Und Chi, danke für deine 11 Monate. Vielen, vielen Dank. Da mag ich die Textur halt nicht so gern. Die finde ich eigentlich auch cool. Aber da ist die Farbe auch nicht so schön. Und Suki, Hallöchen, herzlich willkommen. Und Alien, Hallöchen. Nee, Raven hat auch helle Haut.
Und Emma, Hallöchen. Ach, hier habe ich noch mehr Haare. Hier kommt noch mehr. Die sind auch sehr süß. Das ist ihre Frisur, die sie in der Kindheit hatte. Und Franzi, viel Spaß beim Spielen. Oh, die finde ich auch sehr hübsch. Findet ihr das für Lumi? Das ist schon so ein bisschen extravagant. Weil ich möchte, dass sie so ein bisschen so, also ein bisschen extravagante Haare hat. Also jetzt nicht einfach so, einfach nur so glatte Haare oder sowas. Und es ist mal so ein bisschen was anderes, weil ich möchte ja immer, dass meine Sims nicht alle gleich aussehen. Finde ich sehr süß. Oder? Und dann vielleicht so kleine Ohrringe noch. Nein. Die sind so süß, die Ohrringe. Also das ist wirklich was, was ich überhaupt nicht verstehe, warum es so wenig Ohrringe für Kinder gibt. Ingunyama, Ingunyama Mama. Ich glaube dann einfach so vielleicht, oder? Sie kriegt die Diamonds. Like diamonds in the sky. Fertig Uni-Zeugs für heute. Jetzt meine Nägel neu machen und muckeln. Mach das, Mila, wie schön. Sie wollte ja Pferdefreundin sein, ja eigentlich schon, ne? Ich glaube, ich finde die Herzchen am besten. Dann trägt sie die Herzchen. Dann gucken wir uns jetzt mal diese Outfits an. Ich würde dir ja gerne so einen Style geben, ne? So richtig preppy. Was ist denn das? Süß. Das fände ich schon sehr süß. Das wird ein Outfit von ihr. Josi hat ein Flashback. Original, so hat meine Mama mir früher immer die Haare gemacht, ehrlich. Süß. Und Ellie, Ellichen, hab ein neues Szenario angefangen, das bockt so sehr. Erzähl, welches? Also, ich will dich nicht von deinem, vom Spielen abhalten, aber. Ich bin neugierig. Jetzt zieht sie da noch so ein paar. Habe ich keine Sneaker für die? Nehmen wir die vom Spiel sonst. Nehmen wir die hier. In weiß. Vielleicht noch diese Rüschensocken. Ach, die habe ich für Kinder gar nicht. Ich glaube, ja, ich glaube, das Outfit ist von Madeline oder Madeleine oder wie auch immer. Aber sie kriegt natürlich nicht nur ein Outfit. Ach, guck mal, sie hat. Warum hatte sie da noch ein zweites? This is very much frustrating. Because now we have to do the hair again. Das haben wir gar nicht angeguckt, ne? Ach, süß. Aber sie kriegt this color, I think. And then she's, nee, this earrings. Ich bin, also ich habe das ja letztes schon mal gesagt, aber die Kindersachen, die in letzter Zeit rausgekommen sind, einfach 10 von 10. I mean, oh mein Gott, guckt es euch an. Ist ein bisschen kurz.
Wir haben jetzt auch Herbst, ne? Das müssen wir halt auch im Alltag bedenken. Und da könnten wir eine Strumpfhose drunter ziehen. Ja, true, ich hätte es einfach löschen können. Habe ich irgendwie nicht drüber nachgedacht. Musst du so lachen, als du einen Nachnamen, der schwarz beinhaltete, einfach Englisch ausgesprochen hast. Da kenne ich kein Erbarmen. Mittlerweile ist es auch einfach nur lustig, weil sich dann immer so schön alle darüber aufregen. Jetzt wurde sich in den Kommentaren darüber aufgeregt, dass ich Green und Red Flag sage. Also eine Person hat das geschrieben. Oh, süß. Warum nehme ich bei ihr jetzt gerade so viel Sisi? Aber irgendwie finde ich, passt das auch zu ihr. Ich meine, das können wir auch vom Game her machen. Das finde ich auch sehr süß. Aber es ist sehr ähnlich wie das andere, ne? Nee, ist anders. Und Pia, mach's gut. Schön, dass du da warst. Nina, hallöchen. Und Lena, mach's gut. Hab einen schönen Tag. Finde es irgendwie süß, wenn du die Namen immer Englisch aussprichst. Das ist irgendwie so ein Markenzeichen von dir, finde ich. Naja, das Ding ist halt, wenn ich jetzt so... Also, keine Ahnung. Ich bin da mit Ella White. Und dann treffen wir auf Jens Bergmann. Dann ist das halt Jens Bergmann. Ist doch ganz klar. Was man sich alles aufregen kann, das frage ich mich auch immer. Vor allem, ich gucke halt, also ne, wenn ich jetzt irgendwelche Let's Plays, also ich gucke das ja eigentlich auch nicht mehr so, dass so Let's Plays oder sowas, aber ne, wenn ich sowas am Stück gucke, also ich kann mir vorstellen, dass es dann halt irgendwann auffällt, wenn halt jemand öfters etwas sagt. Aber wenn mich dann etwas nervt, dann denke ich mir so, ja, keine Ahnung, warum sagt die das jetzt immer, aber dass dann Leute immer so den Need haben zu sagen, ja, das finde ich jetzt blöd. Ich meine, klar, ne, dafür sind die Kommentare da, ne, um Feedback zu geben und so, aber keine Ahnung, ich finde das irgendwie mal lustig. Wie heißt denn Jens auf Englisch? Nee, der kann ja Jens heißen. Ist dann der Jens. Ah, Kind der Sonne, hallöchen. Schön, dass du da bist. Gerade ein Pilates-Workout gemacht, tut so gut. Ja, sehr schön, das freut mich. Hier hat sie dann noch so süße Schüchchen an. Und dann kriegt sie vielleicht noch ein Kleid. Das finde ich auch immer so süß. Von Nachhaltig Leben ist das. Warum kann das nicht eine lange Hose sein? Ich verstehe das nicht, wenn man sich da aufregt. Ich muss auch echt sagen, ich finde das irgendwie ganz schlimm, wenn meine Let's Plays oder Büchernamen so deutsch ausgesprochen werden irgendwie. Ja, keine Ahnung, das ist halt einfach eine Präferenzsache von der Person, die das halt macht. So, wisst ihr, also man kann es ja im eigenen Spiel dann halt anders machen. Genau, das ist auch sehr süß. Das ist vielleicht für den Alltag ein bisschen too much. Was können wir ihr als formelle Kleidung geben? Eva, mach's gut. Ja, ich liebe das Kleid auch von Nachhaltig Leben. Das ist wirklich richtig schön. So, sie kriegt jetzt nochmal so eine Buchs. Eine Skinny Jeans. Die ist richtig schön. Never stop. Die Sachen sind alle so schön, ich kann nicht mehr. Oh.
Der ist so hübsch. So. Ach, süß. Oh mein Gott, das habe ich noch gar nicht gesehen. I love it. Ich weiß, dass du früher angefangen hast, aber wie lange bist du jetzt ungefähr im Spiel? 1 Stunde 44. Und Wally macht das. Danke für dein Lurker Blackhead Wacker Back. How was the call? Okay, dann geben wir ihr hier dieses super preppy Kleid. Wo ist es denn jetzt? Was ist das denn? Das ist auch süß. Das finde ich schon sehr niedlich. Also dazu kriegt sie jetzt noch eine Strumpfhose. Die ist ja süß. Oh mein Gott. Die kriegt sie jetzt. Und dann noch so helle Schüchen. Sweet. Omi, geht's gut? Das ist die Hauptsache. Wie schön. Das freut mich. Ja, die Ananas kann sie eigentlich behalten. Das sieht süß aus. Manchmal sind die vom Spiel generierten Sachen auch wirklich süß. Beim Schlafen hat sie auf jeden Fall keine Schneeschuhe an. Vielleicht so Schmetterlinge finde ich süß. Süß. Würdet ihr das Pferde-Ranch-Pack im Großen und Ganzen empfehlen? Ja, also nachdem ich... Ach, das Kleid ist ja auch süß. Nachdem ich es jetzt ein paar Monate gespielt habe, würde ich ja sagen. Am Anfang hätte ich jetzt nicht so aufgeschrien. das wisst ihr ja. Aber mittlerweile finde ich es wirklich sehr süß. Macht sehr viel Spaß. Und deswegen ja, ich würde es empfehlen. Ob es 40 Euro wert ist, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn es im Sale ist, würde ich es auf jeden Fall kaufen. Was ist denn das? Oh, wow. Die kenne ich auch noch gar nicht. Krass. Manchmal entdeckt man Dinge, ne? Und macht das, Mimi. Ich glaube, ich fände so ein Pulli dann dazu ganz süß. Das finde ich jetzt ein schönes Party-Outfit. Und dazu jetzt auch nochmal so Schüchen und vielleicht dazu auch nochmal so eine Strumpfhose. Ich glaube, das ist was, was so ein kleines Mädchen anziehen würde, oder? Also ich finde es ein bisschen doof, dass es so eine Netzstrumpfhose ist, aber ich finde das mit den Glitzersteinen irgendwie süß. Und da würde ich sagen, geben wir ihr... Warum hat sie einen Twitter-Vogel um den Hals? Da kriegt sie jetzt nochmal die Ohrringe. Aber generell finde ich das ganz schön mit einer Kette. Nee. So ein Schmetterling. Clasht das mit den Wimpern? Nö. Nö, nö, nö. Was hast du heute vor? Ich gehe gleich noch in die Therme. In the Therm. Okay, dann machen wir nun die Schwimmkleidung. Ich glaube, dann kriegt sie so ein Tankini. Das finde ich immer süß. Und heißes Wetter, das werden wir wahrscheinlich eh nie sehen, aber das können wir dann einfach trotzdem machen. Strumpfhose von Großstadtleben ist richtig schön. Ja, ne, also die meisten Outfits sehen wir ja eh nicht. Das ist ja eh immer so eine Sache. Was ist das denn? Oh, das ist ja auch süß, aber das ist auch wieder so kurz, ne? Aber wir sind jetzt bei heißes Wetter. Süß. Ja, das kriegt sie. Hab mir geschworen, das Ranch Pack im Angebot zu kaufen. Erst habe auch noch einen Amazon-Gutschein, also kaufe ich es mir dort und nach meinem Girl Mart. Es ist also ganz kostenlos. Es ist einfach traumhaft.
Ich finde es schön, dass dem Thema Girl Math jetzt mal so viel Aufmerksamkeit gegeben wird, weil ich schon immer gesagt habe, dass ich, wenn ich Bargeld habe, mehr Geld ausgebe, weil Bargeld für mich halt so einfach dann weg ist. Und alle haben immer gesagt, nee, also ich gebe schneller Geld aus, wenn ich es auf der, wenn ich die Karte habe. Das hat mich immer richtig aufgeregt, weil es bei mir halt nie so war. Und jetzt sagen alle das so wie ich. Also zumindest die so auch über Girl Math reden. Ja, oh Gott, oder wir geben ihr so süße solche Sandalen. Sweet. Aber da hat sie trotzdem auch noch so ein Kettchen an, das machen wir mal weg. Also hat sie jetzt plötzlich auch ein Hörgerät. Hat jemand Inspo fürs Abendessen? Bin so ideenlos zurzeit. Guck mal, wie die Josi hier eben. Ich finde es immer schwierig zu sagen, weil man weiß ja nicht, was man zu Hause hat. Wenn man fragen darf, übernachtest du in der Therme, weil du so spät wirst? Nee, also das ist ja kein Schwimmen, also ist ja nicht zum, ist ja kein Spaßbad. Also wir machen das öfters, dass wir halt einfach dann so 2 Stündchen da hingehen und dann geht man wieder nach Hause. Bei mir auch so mit Bargeld, versteht auch nie jemand. Ja, aber jetzt ist das mit dem Girl Math Trend da, verstehen das jetzt langsam alle. Rückzug, mein Dip ist schlecht, aber koche die Kartoffeln und Möhren dann jetzt so und mache ein Möhren-Kartoffel-Durcheinander drauf. Draußen, das hört sich auch gut an. I'm very sorry about this, Josi. Therme abends und in der Dämmerung ist mega. Ja, finde ich auch. Ich finde, es gibt nichts Geileres. Also, ich finde es so. Also, danach ist man so tiefenentspannt einfach. Ja, Black Hat ist wieder so ein TikTok-Ding. Kommt dann in 2 Monaten auf Instagram an. Nein, ich glaube, das ist so ein. Das ist einfach so ein TikTok-Ding. Nee, Josi, weil ich lese es extra nicht, weil ich habe so schlimm Hunger. Ich habe richtig dolle Hunger, deswegen lese ich extra die Sachen nicht vor. Also ihr könnt es natürlich gerne schreiben, aber ich habe so einen Hunger. Das ist süß. Okay, dann würde ich sagen, haben wir unsere Lumi fertig umgestylt. A very cute Maus mit der Lieblingsfarbe rosa, obviously. Oh, das hört sich gerade so lecker an. Wir haben noch richtig leckere Nudeln von gestern, die wir gleich noch schnell essen. Beziehungsweise ich. Lukas hat wahrscheinlich schon dann gegessen. Da freue ich mich auch drauf. Und am Wochenende gibt es einfach Lasagne. Oh. Wenn ich daran denke. Also danke für die Inspos. Ja, immer schön, ne? Essen ist auch immer so ein gutes Thema. Und Maya, hallöchen. Schön, dass du da bist. Zum Abschluss des Tages machen wir noch eine tolle Grillparty. Gerne im Park. Ihr könnt mich mal. Die Kinder haben jetzt keinen Hunger. Die essen alle jetzt fröhlich hier Geburtstagskuchen. Aber Lumi ist auch voll müde. Aber let's go, wir essen Kuchen. Warum bist du denn jetzt beschämt? Oh. Sie hat einfach versucht, in einem Kinderparadies etwas zu klauen. Also ohne mich da jetzt eingelesen zu haben, kann das nicht auch in eine falsche Richtung gehen, wenn man so das so betitelt in den Trend setzt. Also gerade so im Bezug auf Impulskäufe und junge Menschen, die viel auf TikTok sind. Ja, also da geht's noch, also da geht es jetzt nicht darum, dass Bargeld kein Geld ist, sondern da geht es viel mehr um Logik. Also ist schwierig jetzt so zusammenzufassen.
Da geht es mehr so darum, ja, wenn ich ja einen Gutschein hatte, dann ist es ja umsonst. Aber da hat ja mal jemand für bezahlt. Oder wenn ich etwas umtausche und von dem umgetauschten Geld mir noch was Neues kaufe oder so. Also, keine Ahnung. Wer hat sie beim Clown erwischt? Das weiß ich nicht. Aber irgendwer hat sie beim Clown erwischt. Dina, hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Lukas ist Ausrufezeichen Lukas. Okay, Raven, willst du auch ein Stück Kuchen? Gönn dir. Schon eher wie die Zuschauerin oben das gesagt hat mit dem Gutschein. Ja, ja, genau. Also da geht es nicht darum, dass man etwas einen Wert abspricht, sondern es geht um Logik. Also es wäre eher so Girl-Logic eigentlich. Aber ne, das ist einfach so unter dem Namen Girlma. Oder wenn man zum Beispiel sich Konzertkarten gekauft hat und das Konzert ist aber erst nächstes Jahr, dann sagt man, das Konzert war ja umsonst, weil man hat die Karten ja letztes Jahr gekauft, so nach dem Motto. Aber ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass mich da so viele verstehen können mit dem Bargeld, weil das war echt was, wo immer alle gesagt haben, nee, also mir geht das nicht. Und ich dachte mir immer so, hä? Deswegen habe ich halt nie Bargeld, weil ich Bargeld viel schneller ausgebe, weil ich dann halt immer so denke, ja, keine Ahnung. Guck mal, wie süß. Caroline sitzt hier am Computer und spielt. Ich finde, Mason wird dir jetzt mal ein Bild malen. Das wäre ja so süß. Aber wie mache ich das denn, dass sie auch eins knüpft? Kann man das irgendwie veranlassen? Und Sierra, hallöchen, schön, dass du da bist. Habe meiner Kollegin heute was mitgebracht, was ich mit Karte gezahlt habe. Sie hat es mir in Bar gegeben, also habe ich heute Geld geschenkt bekommen. Ja, genau das. Genau so denke ich auch. Mein Papa gibt mir nämlich auch immer Bargeld. Und dann denke ich immer so, also wenn ich was für ihn bezahlt habe, dann denke ich immer so, ach, ich habe Geld bekommen. Obwohl es ja mein Geld ist. Ja. Wunderland, hallöchen, herzlich willkommen. Aber mein neues Ding ist Apple Pay. Oh mein Gott, Apple Pay einfach das Beste, was jemals erfunden wurde. Ich gehe einfach ohne alles in den, also jetzt zum Beispiel am Montag war das, glaube ich, als ich noch was für das Abendessen gekauft habe. Ich bin nur mit meinem Handy in den Kaufland reingegangen. Nur mit meinem Handy, es war so toll. Und dann einfach, pff, fertig. Oh, Mason mag Witze. Ja. Der entdeckt langsam das Leben. Sie haben einfach eine Familienkonversation geführt, das ist ja auch toll. Wenn du Caroline meinst, wenn du auf Austauschen gehst, die hat dann einfach eins ohne zu knüpfen. Okay, weil wenn die im gleichen Haushalt sind, dann geht das ja, glaube ich, nicht, ne? Brauche nur meine Uhr zu bezahlen, ja, true. Ja, ich glaube, dass es gibt so die Partei und die Partei. Also ich glaube, es gibt auch viele Leute, die halt, wenn sie bar zahlen, mehr Bewusstsein für das Geld haben, weil sie das halt in der Hand halten. Aber bei mir ist es halt genau andersrum. Also ich meine, jetzt gebe ich ja eh kaum noch Geld aus, weil ich lucke live in meinem Leben ab. Ja, Kathi, hallöchen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Im internationalen Fernverkehr macht EC-Karte eh Sinn, weil es oft genug eben Sprachbarrieren gibt. Hab nur einen Notgroschen in Bar dabei. Ja, aber ich finde es wirklich schlimm zu sehen, wie oft man in Deutschland noch nicht mit Karte zahlen kann. Also durch Corona ist es teilweise auch besser geworden. Ist jetzt gegangen. Caroline. Dass mehr Leute, also mehr Geschäfte, Kartenzahlungen auch anbieten. Aber es gibt ja immer noch so viele Orte, wo man nicht mit Karte zahlen kann. Und dann denke ich mir so, Leute. Vor allem, dass das nicht mal vorher gesagt wird. Ist das... Wo mache ich das denn?
Zum Beispiel bei Segmüller in Pulheim. Da ist ein Restaurant. Und, also so, ne, so ein Möbelrestaurant. Also Segmüller ist ein Möbelhaus. Und das ist super voll immer und super beliebt und so. Oh ja, ich möchte das kurz angucken. Warte. Echt jetzt? Du möchtest mir ein Freundschaftsbändchen geben? Na klar, na klar, na klar. Ich freue mich, diese besondere Bindung mit dir einzugehen. Oh mein Gott, zerstören. Süß. Haben die jetzt davon eine Stimmung? Nein. Warum nicht? Ach so, das kommt jetzt erst. Oh, süß. Aber kannst ein getauschtes Bändchen nicht zerstören. Warte, bis es abfällt oder verlange dein ursprüngliches Bändchen zurück. Ist das süß? Haben die das an jetzt? Kann nichts sehen. Sehr süß. Auf jeden Fall, ich möchte kurz meine Geschichte zu Ende erzählen. Auf jeden Fall ist es voll groß da. Ne? Es ist wirklich riesengroß. Und das ist, also das ist nicht so ein kleiner Imbiss oder sowas, sondern es ist ein richtiges Restaurant. Okay, man sieht es wegen langarm nicht. Okay. Und da gibt's, also da gibt es eine Kuchentheke und da gibt es auch richtiges Essen und keine Ahnung. Da gehen super viele Senioren so um zum Mittagessen hin. Und das Essen ist auch wirklich okay da. Auf jeden Fall gibt es da einfach keine Kartenzahlung. Und da steht da auch nirgendwo. Ich war da mit meiner Mama und wir hatten Glück, dass wir genug Bargeld dabei hatten. Also da steht nicht mal ein Schild, hier keine Kartenzahlung. Und das ist nicht nur an diesem Tag nicht so gewesen. Ich war da vor 2 Jahren schon mal und da war das auch, da gab es auch keine Kartenzahlung. Und ich dachte aber, in diesen, nicht vor 2 Jahren, vor 4 Jahren. Und ich dachte aber, ja, in diesen 4 Jahren wird sich das ja getan haben, dass es jetzt da dass es da jetzt Kartenzahlung gibt. Nein. Also das finde ich auf jeden Fall, ich fand es richtig krass einfach, dass es da keine Kartenzahlung gibt. Also falls ihr mal zu Segmüller in Pulheim geht, man kann dort nicht mit Karte bezahlen. Also im Restaurant. Möbel könnt ihr schon mit Karte kaufen. Ah, genau, ich finde auch, die sollten das am Eingang hinschreiben. Und das steht da einfach nicht. Und oft steht es ja dann auch am Eingang, ne? Dann finde ich das auch okay, dann weiß man es ja vorher. Aber was machen die denn dann, wenn man kein Geld dabei... Also, das ist ja... Also, es wird ja häufig passieren, dass Leute dann halt plötzlich sagen so, ja, ich habe auch kein Bargeld dabei. Weil ich habe eigentlich nie Bargeld. Jetzt langsam habe ich mir angewöhnt, dass ich mir immer... Also, dass ich immer ein bisschen was dabei habe, aber trotzdem. Also, ich finde es richtig krass. Okay, ich würde sagen, wir haben unseren schönen... Warum redest du mit Fremden? Achso, ist nur ein Teenager, das ist okay. Wir haben unseren schönen Tag hier verbracht. Raven liegt schon da auf der Couch und schläft. Das macht Lumi. Sie schläft in dem Zelt. Oh mein Gott, das Zelt ist auch so süß, ne? Ich glaube, wir nehmen den Kuchen noch mit. Dann können wir uns da wieder 3 Tage von ernähren. So. Und dann gehen wir nach Hause. Ja, ehrlich, ne? Dann hättest du dort abarbeiten müssen. Kochen und abwaschen. Ich glaube auch. Ich war neulich in einem Café mitten in Frankfurt und da konnte man auch nur bar zahlen. Hat zum Glück noch 5 Euro dabei. Aber hatte auch erwartet, dass man in einer Großstadt überall mit Karte zahlen kann. Ja, erstens das. Und ich meine, wenn man jetzt in der Stadt so ist, ne? Ja, Caroline, du kannst nicht schon wieder bei uns schlafen. Wenn man jetzt so in der Stadt ist, dann ist ja meistens so im Umkreis von, keine Ahnung, 5 Minuten irgendwie eine Sparkasse oder sowas. Aber der Segmüller ist ja mitten im Nirgendwo. Da ist ja nichts. Also da ist, da, also, weißt du? So kannst du ja dann vielleicht, keine Ahnung, gibst dein Perso da als Pfand ab und gehst dann eben zum Geldautomat und holst Geld. Aber bei Segmüller, da ist nur der Segmüller und sonst ist da gar nichts. Also es ist auch direkt an einer ist kein, glaube ich, nicht die Autobahn, aber auf jeden Fall so eine Schnellstraße. Eine Spaßkasse, ja, da gibt es Spaßgeld. ich finde es auf jeden Fall, keine Ahnung, ich finde es voll krass. Habe ich nicht gerade gesagt, nee, Caroline, du kannst nicht schon wieder mit uns nach Hause kommen? Oder habe ich mir das eingebildet?
Wohnt dieses Kind jetzt hier? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Habe ich irgendwie eine Memo nicht gekriegt? Habe ich irgendwie Adoptionspapiere unterschrieben? Oder... gut. Willkommen zu Hause, Caroline. Raven ist einfach immer noch die ganze Zeit voll beschämt, weil sie so... weil sie geklaut hat und erwischt wurde. Wie wär's, wenn du deinen Charme mal ein bisschen abboxt? Und du musst jetzt ganz dringend duschen gehen. Ach so, und Lumi braucht ein neues Bett. Vielleicht möchte sie eine Pyjama-Party machen. Ja, aber hatten wir ja gestern schon. Also... ich sehe nichts. Hallo, ich brauche Licht. Blacke, danke, dass du Kaya ein Sub geschenkt hast. Vielen, vielen Dank. Mason und Caroline wohnen schon zusammen, ja. Fängt früh an hier. Ja, ich sehe sie halt mit so einem Bett, ne? Aber das passt hier nicht rein. Eigentlich wäre halt ein Hochbett am besten. Sie ist doch eigentlich unser Fuchsgirl. Das habe ich ja beim Umstyling völlig vergessen. Orange ist doch ihre Farbe. Leute, warum habt ihr nichts gesagt? Ihr dachtet euch ja, Nina macht schon, ne? Achso, das kann ja jetzt weg. Ah ja, eigentlich müssen wir das jetzt nochmal ändern. Sie ist doch unser Fuchsgirl. Vielleicht ist es gerade zu Hause nicht so schön wegen des Todesfalles und deshalb flüchtet sie von dort. Ich glaube auch, ja. Es hat sich ausgefuchst. Ja, ich war auch im Gesprächsthema. Ich habe irgendwie gar nicht nachgedacht. Ich dachte so, ja, sie wird die Regina George. On Wednesdays we wear pink. Ja, wir gehen gleich nochmal kurz gucken. Aber erstmal braucht sie jetzt ein Bett. Da gucken wir jetzt mal, was es Orangenes gibt. Aber in schön. Das ist schön, aber das ist Custom Content. Und ich will nicht immer so viel Custom Content nutzen. Kann ja auch einfach weiß sein oder so. Steht da Leichenbett? Aus Leichtsinn. Ach, das ist süß. Vielleicht gibt es ja pinke Füchse. Ja, die können auch noch weg und das kann auch noch weg. Ja, und das kann ja jetzt eigentlich auch weg, ne? Obwohl, die Tücher können wir mal, keine Ahnung, für schlechte Zeiten da lassen. Das haben wir mit so viel Fleiß da drauf gestellt und jetzt kann das alles weg. It's just very much sad. So, das ist ein bisschen im Vorhang, aber ich glaube, das passt schon. Sehr gut. Okay, dann machen wir... wo bist du? Machen wir eine Speedy-Runde. Und ändern nur kurz die Farben. Es hat immer noch nicht gebrannt, nee. Aber wir haben auch nur einmal gekocht. So, hier gibt's nichts Orangenes. Gibt's das in Orange? Och. Ich will sie jetzt nicht komplett umstylen. Dann kriegt sie das hier. Das ist süß. Was haben wir hier? Kriegt sie auch das. Vielleicht bezieht sich das Fuchs-Orange-Braun-Thema ja auch nur im Kinderzimmer, weil Mama das einrichtet. Ja, aber ich finde das eigentlich ganz cool, wenn sie so Orange als Lieblingsfarbe hat. Wir können das ja jetzt so ein bisschen einfließen lassen, dass sie so ein bisschen... also, dass sie so ein bisschen von allem hat. Das ist ein bisschen zu orange.
I don't want it to be this orange. Farben. Alle, die kurz weg waren und wiederkommen, denken sich so, warum ist diese Frau schon wieder am Greatest? Oh, das ist ja süß. Und das ist auch schön. Du hast hier nur eine andere Strumpfi. Süß. Ja, das darf sie anbehalten. Ja, ist auch okay. Ja, so ein bisschen gelb. Und dann... Tada! So schnell geht das, Leute. Ich bin speedy. Einmal hat Nina Geld und will dich dekorieren. Nee, ich will nur nicht so viel Zeit im Baumodus verbringen, weil wir ja 5 Streams lang... Guck mal, da haben wir the best of both worlds. Wir waren 5 Streams im Baumodus. Das ist süß. Ja, und hier ist das schon so okay. Guck, so schnell geht das. Joanna, hallo. Na? Lumi ist wirklich ein schöner Sim, ja. Ich finde Bau und Style das Beste. Ja, ich versuche immer so einen guten Mix aus allem einzubauen. Köpfchen, hallo. Lumi, du hast ein eigenes Bett. Dankeschön für 25 Monate Köpfchen. Guck mal, Lumi ist gerade zum Kind geworden und hat direkt einen lockeren Zahn. Toll. Wie geht's dir? Danke nochmal für die 25 Monate und Fiona, Hallöchen. So. Die ganze Gemeinde geht schlafen, während Raven ihren Boxsack verprügelt und Caroline so tut, als wenn sie hier wohnt. Und Anke, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Bin am Kochen, schau nebenbei deinen Stream. Liebs, wie schön. Die sieht das jetzt sich schön an. Also ich glaube, sie hat zusammen einfach zu Hause einfach keinen Fernseher. Sie guckt einfach die ganze Zeit Fernseher. Sie guckt eine Kochshow. Süß. Ich meine, ne, ihr Koffer ist ja auch noch da. Sie fühlt sich einfach hier sehr wohl. Ist ja auch in Ordnung. Sie kann so lange bleiben, wie sie will. Ich glaube, Raven wäre so eine Mom, die sagt, ja, passt schon. Obwohl sie ja eigentlich sehr streng ist, ne? Ich glaube, die haben ja eine strenge Familiendynamik, ne? Ja, also zumindest Lumi gegenüber. Oh! Das passt ja, ne? Dass sie Mason gegenüber eher tolerant ist und da immer so sagt, so, ja, ist schon okay und bei Lumi ist sie da ein bisschen strenger. Ja, hier ist das nicht vorhandene Baumhaus, ist auch einfach schön, ne? Aber es passt einfach zur Familie. Und Paula, Hallöchen, herzlich willkommen. Und Vanessa, Hallöchen. Mir geht's sehr gut, bin von der Arbeit ziemlich fertig, aber habe eben meine Leseecke fertiggestellt, das hebt meine Laune gleich wieder, das klingt so schön. Very much cozy, wie schön. Raven muss jetzt mal nach diesem anstrengenden Tag, nimmt sie mal ein Schaumbad. Bestes Programm beim Essen, sehr schön. It's all for you. Ich habe mir ja auch indirekt, ne? Mason, du kannst auch richtig schlafen. Eine Leseecke eingerichtet. Also ich habe den Sessel, den wir im Wohnzimmer stehen hatten, habe ich genommen und den Lukas Büro gestellt, damit ich nicht alleine bin. Nur ich muss immer Kopfhörer aufziehen, weil Lukas PC sich einfach anhört wie eine Rakete, die gerade abhebt. Danke, ihr Lieben. Vielen Dank. Welches Buch wird gerade im Book Club gelesen? Da habe ich ja noch gar nicht drüber geredet. Wir lesen gerade Tokio Regen. Und ich bin so positiv überrascht. Ich habe gesagt... Ach ja, der Kuchen. Ich habe gedacht... ja, mal gucken, ob mir das gut gefällt. Weil...
ich halt nichts über Japan weiß. Also ich bin da wirklich komplett uninformiert so. Also so die Basics kenne ich über Japan, aber ne, es gibt ja so Leute, die sind so voll intuit und wissen so alles über Japan. Da gehöre ich halt nicht zu. Und deswegen habe ich so gedacht, ja, also ich hatte voll Bock drauf, weil es ja halt mal was Neues ist. Deswegen habe ich es halt auch für den Buchclub ausgesucht. Aber war halt einfach gespannt. Und jetzt, ich bin bei Seite, keine Ahnung. Ich habe ja jetzt Redo. Ich kann halt mal lesen, mal gucken, wo ich bin. Also falls ihr Redo habt, ich habe auch Redo, heißt das Infinity. Seite 164 bin ich und ich liebe es wirklich sehr. Also am Anfang fand ich es ein bisschen flott alles. Also die Beziehungen haben sich voll schnell entwickelt und so. Also zu der Aya zum Beispiel. Aber das gefällt mir jetzt richtig gut. Nein, Morty! Aber es ist besser so. Ich finde es richtig geil. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Ich bin mega gespannt, wie es so weitergeht. Und ich fühle es schon sehr. Ich fühle es schon sehr. Und Annie, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und es wird halt, was ich cool finde, es wird halt alles auch erklärt. Also es ist nicht so, dass du dann, genau, ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass wenn du halt nicht viel über Japan weißt, es wird halt vieles erklärt, aber auch nicht too much. Also es ist einfach so auf der perfekten Ebene, dass du was über Japan lernst, aber es ist halt nicht so, dass du denkst, okay, reicht jetzt auch. Also ich finde es super cool. Wie ist deine Lesegeschwindigkeit? Normal, würde ich sagen. Aber ich finde das auch nicht so schön, das so zu vergleichen irgendwie, weil auch das sehe ich immer wieder auf TikTok, dass Leute dann, also, dass dann so Leute zeigen, ja, diese Bücher habe ich alle diesen Monat gelesen und dann sind das so 20 Bücher. Und dann fühlen sich Leute da drunter, also in den Kommentaren, schlecht, weil sie eben nicht so viel lesen. Und das finde ich halt irgendwie nicht so schön. Deswegen finde ich, also, keine Ahnung, jeder liest in seinem Tempo. Annika, welcome back. Ja, Mimi, ich habe das leider nicht gemacht mit Goodreads, deswegen weiß ich nicht, wie das funktioniert mit dem Übertragen. It's school day! Aber ich muss mal ganz kurz auf Toilette, ihr Lieben. Bin sofort wieder da. Ihr wisst ja, ich bin eine Flitzmaus. Also, falls ihr auch müsst, geht jetzt auf Toilette. Ich bin sofort wieder da. Mein Kopf, also meine Ohren tun weh. Oh, wenn ich schon wieder den ganzen Tag das Headset auf hatte. Oh, vielleicht muss ich mal ganz kurz das gleich wechseln. Bis gleich. Hallo, I'm back. Ich lese das, Luki. Hä, ich dachte, wir essen die Nudels. Sieht man den Abdruck von dem Headset?
Ja, ich mache jetzt mal die in ihr Kopfhörer rein. Oh, weil mir echt die Ohren wehtun. Guten Tag. Ja, kann auch sein, dass meine Wellen sind. Ich glaube, wenn ich dieses Curly Girl Hair Methoden Dingsbums ausprobieren würde, hätte ich Locken. Weil ich habe genau diese Haarstruktur, was die immer sagen, wie die Haarstruktur dann ist. Aber mir ist aufgefallen, ich habe momentan so krass gesunde und dicke Haare, ne? Das ist wirklich richtig krass. Und, sorry, ich habe noch was rausgefunden. Ich mache jetzt Double Shampooing. Also ich wasche meine Haare jetzt zweimal mit Shampoo. Und meine Haare sind so viel sauberer. Oh mein Gott. Ich hatte immer das Problem, dass sie nach dem Waschen immer noch nicht richtig sauber waren. Vor allem hier unten drunter. Und jetzt sind die wirklich richtig sauber nach dem Waschen. Es ist so traumhaft. Es ist so toll. Ja, I love it. Musste ich euch kurz mitteilen. Weil es einfach toll ist. Mach mal die Methode in einem Vlog vielleicht. Ja, aber ganz ehrlich, mir ist es viel zu viel Arbeit. Also die Geduld habe ich überhaupt nicht. Warte mal, was müssen wir jetzt hier nochmal? Lumi ist mit einem losen Zahn aufgewacht. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er sich verabschiedet. Mois. Mache ich auch seit 3 Wochen. Ich finde es super cool. Also ich mache es jetzt so seit 2 Wochen, würde ich sagen. Also so die letzten 3 Haarwäschen habe ich das gemacht. Und es, also man braucht natürlich ein bisschen länger. Aber alleine, dass das Shampoo beim zweiten Mal Shampoonieren ganz anders schäumt, sagt ja schon so viel aus. Also es ist richtig crazy. Also bei mir funktioniert das richtig gut. Also ich wasche die einfach 2 Mal mit Shampoo. Also ich mache einmal Shampoo, wasche die aus und dann mache ich nochmal Shampoo drauf und wasche die aus. Und dann halt erst Conditioner. Und ich benutze immer noch das Tote Meer Shampoo, ja. Ja, ja. Mason, willst du deiner Schwester den Zahn ziehen? Kann er das? Nee, ne? Ich weiß nicht mehr. Ich hatte erst einmal einen losen Zahn hier in Sims. Wäre so lustig, wenn es bei Aktivitäten Zahn rausboxen geben würde. Vorher habe ich die halt einfach nur einmal gewaschen. Also habe halt nur einmal Shampoo drauf gemacht. Und dann hatte ich halt vor allem unten drunter, weil ich halt so extrem dicke Haare habe, das Problem, dass sie halt nicht richtig sauber waren. Ja, okay, leider kann er das nicht rausziehen. Ich dachte, vielleicht geht das. Dann zieh ich es dir selber raus. Ah, da. Und dann gibt es leckeren Obstsalat zum Frühstück. Oh. Zum Frühstück. Lea, danke für die 5 Monate. Vielen, vielen Dank. Die Betonung war auf Tod. Tote Meer. Ach so. Das Tote Meer. Ich sage irgendwie immer das Tote Meer. Also das Tote Meer Shampoo. So, jetzt gibt's hier Essen. Konzentration bitte. Die Kinder müssen in die Schule. Ach, er hat sich schon ein Stück Kuchen geholt. Nice. Ich habe nicht mal ansatzweise so viele Haare wie du, aber Curly Girl ist mir auch viel zu viel Arbeit. Lebe einfach damit, dass ich ab und zu aussehe wie ein geplatztes Huhn, aber meine Locken sehen nach einmal Schlafen sowieso nicht mehr schön aus, weil meine Haare sehr fein sind. Da spare ich mir den Aufwand lieber. Ja, also ich glaube, mir wäre es das auch nicht wert. Also ich habe es jetzt noch nie ausprobiert, aber ja, weiß auch nicht. Anna, Hallöchen. Ich habe mittlerweile einen Buzzcut, das ist am einfachsten, ja, true. Das ist wirklich easy. Lumi, du musst auch in die Schule, ob du willst oder nicht. Und Raven is living her best life, holt sich jetzt erstmal Kuchen zum Frühstück. Es muss ja alles weg, Leute. Und Larissa, Hallöchen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, ich habe heute tatsächlich überlegt, ob ich beim Friseur anrufe, aber dann dachte ich mir wieder so, boah, eigentlich musst du auch nicht, also ich wusste nicht, ich habe dann überlegt, also ich habe die Seite schon aufgemacht von denen, also die Nummer. Und habe dann überlegt, okay, was sagst du denen? Ich muss mir sowas ja mal alles vorüberlegen, was ich sage. Was möchte ich machen lassen? Und ich konnte es nicht, also ich wusste nicht, was ich, also klar, Spitzen schneiden so, aber da kann ich auch noch
ein bisschen warten. So, was wünscht sie sich? Eine neue Beziehung zu beginnen. Raven, also ich finde, das wäre noch eine schöne Mission so für den Abschied dieses entspannten Familientages. Also vielleicht der Postbote? Hallo? Nee, wir können ja mal gucken, ob der Feuerwehrmann nett ist. Wie heißt er denn? Daichi, glaube ich, ne? Oder irgendwie sowas. Was ist er denn? Alle hassen uns, ey. Ich hätte safe Wellen, würde ich die nicht glätten. Die hätte sie ein- bis dreimal die Woche. Ey, da habe ich gar nicht, also... Ich denke mir manchmal so, ja, heute machst du dir Locken. Und dann bin ich fertig mit Schminken und denke mir so, ach, da ist er. Daichi hat lange Haare. Was ja nicht schlimm ist, aber er ist auch jünger. Mein Freund ist auch jünger, das heißt ja nichts, aber... Na, wir lernen ihn mal kennen. Können ihm auch eine andere Frisur geben, weil ich muss sagen, gefällt mir jetzt nicht so persönlich. Wüsste ich richtig, was essen wollen? Lukas, ich habe eben noch gesagt, wie Hunger ich habe. Wir essen trotzdem die Nudeln. Was? Warte. Hast du jetzt was für morgen vorbereitet? Oder was geht hier vor sich? Ach so. Ich habe unumstritten den besten Freund der Welt. Ich werde mich so freuen. Jetzt freue ich mich. Also, hä? Ach, hi. Da ist er ja. Guck an. Hallo. Daichi. Hast du eine Ehefrau? Wenn ja, ist nicht schlimm. Du brauchst mal ganz kurz einen... Gut, brauchst ein bisschen Hilfe. Du brauchst Hilfe. Meine Fallakte für Halloween ist gerade angekommen. Freue mich jetzt schon mega auf Halloween, die zu spielen. Wow, wie cool. Also er wohnt schon mal alleine. Das ist schon mal sehr gut. Hm, schon cutie. Schon cutie, Hammer. Also der Schnurr ist... Weiß ich jetzt nicht, aber... mega cool. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Und Ela, Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen. Ja, wenn ich dran denke, mache ich eine Insta-Story, aber meistens vergesse ich es, weil... Also es ist immer so. Ich denke immer so, ich muss mehr Stories vom Essen machen, aber es ist immer alles so lecker und ich habe immer so Hunger, dass ich es immer vergesse. Oh. Cute. Ich weiß aber nicht, ob er da... Nee, ich glaube, das ist nur ein Gesichtsoverlay, ne? Hat er da Brüste? Ich glaube, das ist... Ja, da hätte er Brüste. Okay. Dann kriegt er das und dann vielleicht ein bisschen... Ups. Okay. Die? Ja, der Bart ist ein bisschen, ne, der Schnörri ist ein bisschen interessant. Ich poste es auf Insta, aber nee, ich guck nicht. Ich guck nicht, versprochen. Ja, kannst auch verbergen, ist ja egal. Ja, toll. Dann schreiben alle in den Chat. Also, Leute, es hat sich noch nie so gelohnt, Lukas zu folgen wie jetzt. @LukasLive, wie hier. Tana, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, ist schon ein schlauer Mann, ne? Schon ein schlauer Mann, du. Ich könnte ihm noch... Der ist ja... Ein bisschen mehr Monolith geben, finde ich eigentlich ganz cool. Okay, beim Schnörri gucken wir erstmal kurz, ob er... Also, wie geht das? Schnörri, ach da. Damit musst du leben. Ihr seid ganz schön fies. Nee, dafür kriege ich das ja zu essen, ne? Das ist schon okay. Er kriegt einfach so einen Schnurri. Oh, ich finde das ja sehr unattraktiv, ne? Ich glaube, wenn ich Lukas kennengelernt hätte und er hätte so einen Schnurri gehabt, es hätte nicht funktioniert mit uns. Aber so. Warum gebe ich eigentlich diesen... Also, immer wenn meine Sims einen asiatischen Touch haben, kriegen die immer einen Bart. Ich weiß nicht warum. Aber es sieht auch einfach... Guck mal, jetzt sieht er eigentlich aus wie Makoto, ein bisschen. Aber ohne Bart. Er ist ein Cutie. Ja komm, er kriegt keinen Bart. Ist ja schon gut. Ist ja schon gut, Leute. Aber vielleicht hier so ein bisschen... Naja.
Deswegen fand ich Ishan damals auch so unattraktiv. Ja, es tut mir leid. Bei ihm fand ich es noch ganz gut eigentlich. Oh ja, putzt sich gerade jemand die Nase. Warum ist überhaupt noch jemand da? Eigentlich um die Zeit ist nie jemand hier. Sieht heftig jung aus, so eine Bart. Ja, das stimmt schon. Ich kann ihm auch nur sowas geben. So ein Stibbel. Dann hat er noch so ein bisschen sein Schnürres. Dann hat er noch so ein bisschen sein Wesen. Er trägt es noch in sich. Die Putzkraft kommt aber eigentlich erst später. Guck mal, jetzt. Er braucht buschige Augenbrauen und einen Eyebrow-Cut. Let's go! Okay. Okay. Hat einen ganz schön unscheinbaren Stil, aber wenn das Spiel es so will. Aber wenn er dann auf eine Party geht, dann putzt der gute Mann sich raus. Dann geht's los. So. Gut, die Schuhe ändern wir vielleicht noch und dann ist es aber cool. Was ist das für ein Anzug? Zusammenwachsen natürlich. I just love it. Ja, hier kannst du so sein. Ich muss kurz kontrollieren, ob er Brüste hat. Hat er nicht, okay. Manchmal vom Skin, deswegen muss man das kurz gucken. Jetzt sieht er irgendwie aus wie ein Eisverkäufer in einem Film. Wie bitte? Er sieht ein bisschen wie so ein Boyband-Typ aus. Finde ich, oh ja. Das gefällt mir sehr gut. Also, bei der formellen Kleidung war es schon so, ne, wenn es dann auf eine Feier geht, dann putzt er sich richtig aus. Aber wenn es Party machen geht, dann geht die Luzi richtig ab. Dann geht die Luzi richtig ab. Was zieht er denn da an? Ja, oder warte, das Oberteil kann er einfach behalten. Das passt ja zu seinem unscheinbaren Look. Ich meine, er ist ein Feuerwehrmann. Als ob Feuerwehrmänner nur so langweilige Outfits haben dürfen. Aber ihr wisst, was ich meine. So, super. Oh, ich ziehe auch gleich meine Badekleidung an. Toll, ich freue mich so auf die Därme. Ich habe einen tollen sportlichen Badeanzug. Damit sehe ich aus, als wenn ich schwimmen könnte. Aber ich kann nicht schwimmen. Ich kann wirklich nicht schwimmen, Leute. Lukas hat es gepostet. Hört auf. I wanna know. Wisst ihr, wie es mir jetzt in den Fingern kribbelt? Aber wahrscheinlich hat er mich dann ja eh geblockt, ne? Your rose in the garden. Oh, hört doch auf. Oh Mann, ich freue mich. Ja, hier hat er so eine coole Jacke mit Rot wie das Feuer. Und dann hat er halt diese Schuhe an. Nee, komm. Ich traue mich nicht, den Chat zu lesen, weil ich Angst habe, dass jemand spoilert. Aber ihr seid alle so süß. Aua! Toll, jetzt habe ich schwitzige Hände. Okay, wunderbar. Wir lernen nun also unseren Feuerwehrmann kennen. Mal gucken, ob er nett ist. Wenn nicht, dann brechen wir ihm das Herz. Man kann es gar nicht richtig erkennen, aber war ja auch eigentlich keine Story geplant. Okay. Lukas, hast du eigentlich schon von unserem Plan mit dem Foodstand mitbekommen? Er muss nett sein. Naja, er kann aber auch nicht unser Happy Ever After sein, weil wir müssen noch sehr viele Paare entzweien. Nee, guck mal, wir haben einen Foodstand für unseren Sohn gekauft. Da wird er jetzt erstmal Limonade und sowas verkaufen. Aber hinterher soll er da Pizza verkaufen und dann soll er seinen eigenen Pizzaladen aufmachen. Toll, nicht wahr? Ja, ja. Okay, wir sagen ihm mal Hallo.
und reden mal mit ihm über unsere Ängste. Nee, wir gehen einfach mal zu ihm und reden mal über unsere Interessen. Aber Raven, warte. Zieh dir vielleicht etwas an. Ich glaube, das wäre schon ganz gut. Toll, oder? Guten Tag. Oh. Dreckküsschen rechts und links hier. Heidewitzke, Herr Kapitän. Okay. Okay, was macht er jetzt? Von Daichi eingeheizt bekommen. Fand sie aber nicht so toll. Heißt eingeheizt nicht, dass er sie zum Sport... Ja, weil er aktiv ist. Er wollte direkt mit ihr Sport machen und sie so eine gar keinen Bock da drauf. Heidewitzke, Kapitän. Und Kelly, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Das wird der nächste Vater. Sag mal, wer redet denn davon, dass wir überhaupt noch Kinder kriegen, Leute? Also bitte. Nee, Josi, wir müssen da ein bisschen hinfahren. Ich wusste nicht mal, dass es geht mit links und rechts. Unser Traummann. Er ist ein Kleptomane. Bei jedem anderen Mann so Red Flag. Oh mein Gott, Alarm. Red Flag. Aber bei Raven. Ich meine, er könnte irgendwie auch ihr Bruder sein, finde ich. Direkte Hochzeit? Ja, wirklich. Ich meine, die können ja auch erstmal so ein bisschen so eine toxische Beziehung führen. Oh. Und dann können die mal zusammen stehen gehen. Ja. Just kleptoman things. Süß. Irgendwann haben sie ein Eigenheim nur aus geklauten Dingen. Also, wow. Bonnie und Clyde einfach. Das ist wirklich süß. Das ist wirklich süß. Carrie, mach's gut. Schön, dass du da warst. Ja gut, also wir gucken jetzt erstmal, was sonst noch so geht. Wir reden nochmal mit ihm ein bisschen. Warte mal, hat er da gerade einen Teller hingestellt oder hat er uns was geklaut? Ich habe nicht richtig hingeguckt. Das war die gleiche Bewegung. Ja genau, so ein On-Off-Ding. Finde ich auch. Oder vielleicht erstmal so eine Techtel-Mechtel-Beziehung. Das haben wir ja auch noch nie gemacht. Also... Was hat sie jetzt? Nee, ach nee. Vergessen wir, dass wir einen Job haben. Das ist so belastend. Das ist so witzig, weil meine Sims halt wirklich nie einen Job haben. Deswegen vergesse ich das immer. Dass die ja arbeiten müssen. Aber heute müssen wir gehen, weil wir müssen ja irgendwann auch mal wirklich diese Stufe erreichen. Und Sternchen, Hallöchen, schön, dass du da bist. Also, mach's dir gemütlich. Oh, ja, ihr geht's halt jetzt auch voll schlecht. Aber sie ist voll glücklich, weil sie Daichi kennengelernt hat. Wir gucken mal einfach. Wir gehen jetzt erstmal arbeiten. Aber er kann, ne, er kann einfach hier bleiben. Und sie ist erstmal auf Klo gegangen auf der Arbeit. Traumhaft. Schön. Mal gucken, was er so macht. Er liest und regt sich auf. Er sitzt einfach nur da. Ich muss ihn ein bisschen beobachten, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass er was klaut. Mal, er guckt Fernseher. Also unseren Fernseher finden alle richtig toll. Verlobungsring wird auch geklaut. So, und sagen wir nicht, ja, so. Also geht ja gar nicht anders. Es muss ja sein. Für ihn müssten wir doch eigentlich nochmal kochen. Ja, Leute. Mach mal ein bisschen... Oh, warte mal, was ist denn Risiken eingehen? Was hat die Möglichkeit der Stimmung selbstsicher oder traurig? Ja, let's go. Wir fühlen uns heute so beflügelt. Nee, es hat noch nicht gebrannt heute. Er wird ihr Herz klauen. Das wäre ja auch krass, ne? Wenn er unser Herz bricht. Naja, aber wir behalten diesen Mann im Auge. Ja, es stinkt. Räum doch bitte auf. Das ist schon süß, ne? Guck mal, jetzt holt er... Oh nein, jetzt geht er nach Hause. Schade, ich dachte, er räumt auf.
Ja, Kaffee bei mir auch. Hä? Du hast doch eben Grisaps. Grisaps, so heißt das. Vielleicht wusste er auch, dass die Kinder nach Hause kommen. Oh Mann, jetzt regnet es, aber ich würde so gerne noch den Dings ausprobieren. Ach, ist auch egal. Mason ist ein tolles Kind. Der macht das auch im Regen. Wir machen Limonade. 56 Simoleons, aber ist egal, wir sind reich. Tabilinchen, Hallöchen. Boah, ich habe dieses Ding einfach noch nie benutzt. Das ist ja so süß eigentlich, ne? So. Und jetzt? Und dann machen wir noch Eistee. Oh. Habe ich jetzt die leeren Gläser da reingemacht? Nee. Ich dachte, die Gläser wären leer. Cheesecake, Hallöchen. So. Ach so, da ist noch eine halbe Pulle drin. Wir können daraus jetzt nochmal machen. So. Guck mal, da kommen schon hier, ne? Die wirft schon ein Auge auf unsere, die Ute. Die wirft schon ein Auge auf unseren Eistee. Ich sage es euch. Das wird das Geschäft unseres Lebens. Hey, aber wie süß einfach, oder? So, jetzt ist leer. Okay, dann. Was können wir hier machen? Essensstand benennen. Masons. Wie nennen wir das? Ich habe alle Packs außer Batu, ja. Alle Packs. Ja, Joanna, wir haben das Geld von einem Mann. Es war eine wilde Geschichte. Es war wild. Jani, Hallöchen. Die wirft ein Auge auf Mason. Masons Megamix. Mason Nade. Oh mein Gott, warum seid ihr so kreativ? Masons fetzige Limo. Das finde ich schon toll. Ich möchte es Masons fetzige Limo nennen. Aber es gibt ja auch Eistee, das ist dann so die Überraschung. So, und jetzt jetzt starten wir den Essensverkauf. Guckt euch das mal an, wie toll ist das denn? Ja, wer möchte gerne Eistee kaufen? Preise erhöhen? Um 25% erstmal jetzt. Wie viel kriegen wir für eins? 50 Simoleons. Ey, ich glaube, das wird ein richtiges Business. Seid ihr ready? Ja, es ist halt jetzt nicht das beste Wetter für einen Verkaufsstand. Ach, guck an. Hier. Die Maike, die hat Durst. Maike, du siehst durstig aus. Ich will mich aber nicht bei ihr vorstellen. Muss ich mich... Ist das... Ja, es ist... Oh mein Gott, Katrina hat in die Volkov-Familie eingeheiratet. Ja, wollt ihr jetzt was kaufen, oder? Ja, natürlich nimmt sie wieder nur die billige Plörre. Aber guck mal! Daryl, hi! Unser Stand ist ein Hit! Katrina, es wollen jetzt auch noch andere Leute was kaufen. Ach, guck mal! Aber die kaufen alle nur die 18 Simoleons. Nur die Limonade. Kann man jemand Eistee kaufen? Oh, guck mal, die ganzen Frauen. Die ganzen Frauen, die wir um ihr Geld und ihren Mann betrogen haben. Naja, was soll's. Mila, willst du eine Limo kaufen? Die teure bitte. Wir stellen uns mal mit Howdy vor. Katrina kommt nochmal zurück, weil es so gut war. Oh mein Gott. Na? Haben wir uns jetzt vorgestellt? Also, ich bin begeistert. Ist sie gerade gemein zu uns? Ach, wir können mit ihm gar kein Verkaufsgespräch führen, glaube ich, ne? Hä, das ist ja...
Er macht sich einfach über sie lustig. Oh mein Gott, ich lieb's. Das ist ja völlig OP. Das boomt richtig. Er beeft sich richtig, ich lieb's. Ja, gönnt euch, Leute. Limonade, Limonade. Eistee, Eistee. Guck mal, Katrina kommt schon wieder zurück. Und Mila kann... Ey, diese Frau, ne? Die macht mich fertig. Das ist wirklich sehr lukrativ. Also, das Pack hat nicht gelogen. Jetzt kauft. Plus... Bis Mama von der Arbeit kommt. Wurden wir befördert? Nee. Ich dachte kurz, wir wurden befördert. Aber wurden wir leider nicht. Ich glaube, sie hat nur ein Tablet mit nach Hause genommen, oder? Hä? Hat sie das in ihrem Inventar? Ach, da. Ah, toll. Aber das können wir eigentlich behalten. Finde ich eigentlich ganz gut. Lilia, mach's gut. Eine Limo kostet 18 Simoleons und ein Eistee kostet 50. Und jetzt wird Mason wahrscheinlich von Caroline angerufen. Sie möchte schon wieder vorbeikommen. Ja, komm, let's go. Oh mein Gott. Und er hat aber Level 7 der Sozialfähigkeit erreicht. Aber es ist schon so, dass er kein Verkaufsgespräch führen kann, oder? Ich glaube, das können nur Erwachsene, weil ich hatte das jetzt bei Mila auch nicht. Das finde ich finde ich nicht schlimm. Die kaufen ja trotzdem. Wie die Blöden. Hä, guck mal, wir haben doch jetzt locker schon, keine Ahnung, 300 Simoleons oder so gemacht. Ja, Eistee, der muss gut sein. Also wir haben nur positive Rezensionen hier. Können auch ein bisschen Preise erhöhen. Aber das ist ja richtig gut. Guck mal, Verkaufsstand endet jetzt gleich. Also, falls ihr das noch nicht ausprobiert habt. Guck mal, Markus Flex kommt auch da, kommt auch vorbei, hat sie in der ganzen Stadt... Ach, das ist nicht Markus Flex. Gut. Ich dachte schon, es hat sie in der ganzen Stadt rumgesprochen. Der Stand ist von lukrative Hobbyküche, also das neue Stuff Pack. Oh, und Lumi denkt, sie wäre nicht klug genug. Du hast andere Qualitäten, Lumi. Genau, konzentriere dich auf andere Themen. Ich möchte ausverkauft sein. Wait. Raven hat heute 423 Simoleons mit nach Hause gebracht. Und er hat einfach 458 Simoleons verdient. Ich meine, man muss natürlich bedenken, wir haben vorher noch investiert, ne? Also, ja, gut, okay. Der Eistee hat halt 144 Simoleons gekostet. Also, wir haben noch, wir haben zwei, sagen wir mal, wir haben 250 Simoleons plus gemacht. Aber mega geil. Das ist ja absolut großartig. Ich liebe es. Das ist ja so cool. Ja, das können wir alles so stehen lassen. Läuft ja nicht ab. Ich hab, also so ein Getränke, ne? So, und für den Spice, weil ihr euch das so sehr wünscht, macht Raven jetzt noch was zu Abend, weil die haben natürlich auch alle Hunger und sie will gerade vergammelten Salat essen. Deswegen provozieren wir das Ganze jetzt heute noch einmal und kochen zur Feier des Tages. Was gibt's heute? Es gibt Mini-Burger. Seid ihr ready? Oh, Raven hat Level 6 der Erziehungsfähigkeit erreicht. Einfach eine Maschine, die Frau. Das ist jetzt... und mach das, Blackhead. Ich danke dir. Das ist jetzt der ultimative Moment, Leute. Der Moment der Wahrheit. Lumi, lass es. Lumi, stell es weg. Wir kochen gerade. Kinder weg. Kinder geht aus der Küche. So, jetzt kommt noch mein Kühlschrank. Das kann im Müll. Also, Lumi, du bist wirklich auch ein kleines Dreckskind, ne? Das muss man ja einfach mal so sagen.
Also, hört. Sag mal! Sie sind fertig. Leute. Oh mein Gott, diese Frau. Es tut mir leid. Ich habe alles gegeben. Ich habe zweimal provoziert. Aber Raven kann anscheinend jetzt kochen. Raven ist anscheinend jetzt irgendwie. Sie hat es hinter sich gelassen mit dem Feuer. Also, GG an alle, die. Also an Raven geglaubt haben, dass sie heute nicht den Feuerteufel spielen wird. Ich glaube, das wird richtig Punkte jetzt für alle geben. Ne? Ich glaube, das ist auch dann einfach ein guter Moment, wo wir dann jetzt hier Schluss machen und dann nächste Woche weitermachen. Da kommen eure Punkte auch schon. Ich speichere mal schnell hier. Es sind 447.000 Punkte. Gehen an Alexandra und 48 weitere. GG, ihr Lieben. GG, kein Verlass auf die Frau. Ja, wirklich, ne? Raven, schäm dich. Beim nächsten Mal gibt es dann die wohlverdienten Mini-Hamburger. Oh Mann, das war ja wieder wunderbar, ihr Lieben. Hat mir wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mal gucken, vielleicht machen wir beim nächsten Mal dann über den Garten, weil wir haben ja jetzt ein bisschen Geld und so. Da können wir uns dann auch mal um die schönen Dinge des Lebens kümmern, ne? Ich danke euch. Vielen Dank für die, Flex. Hier musste jemand mal ganz kurz flexen. Da musste Kartoffelchen mal ganz kurz flexen. Kartoffelchen, ich danke dir für den Flex. Ich nehme an, du hast gewonnen. So, pst. Seien Sie leise. Wir gucken mal, wo wir jetzt noch hindüsen. Oh, sehr, sehr viele Menschen live. Was ist denn hier los? Hedewitzka. Wir gehen zur Sandri. Sandri spielt ein Horrorspiel. Ich weiß, wir gehen oft zur Sandri, aber ich mag die Sandri halt auch immer gerne. Und falls ihr die Sandri noch nicht kennt, dann lernt ihr sie jetzt kennen. Sie spielt Erika. Ich glaube, das ist so ein echt, also so ein Film-Horror-Game irgendwie. Also davon habe ich schon oft was gehört. Da düsen wir jetzt einfach mal rein. Dann könnt ihr noch ein bisschen Liebe bei der Sandri dalassen. Und warum ist die Sandri eigentlich noch live? Es ist doch Mittwoch. Im Oktober ist immer alles anders, ne? Genau. Erika, willkommen. vielen Dank. Ich kann auch jetzt nicht mehr reden. Ne? Ich muss jetzt essen. Ich freue mich so. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was Luki da gemacht hat. Und ich wünsche euch mit einer Oma-Stimme. Erika, willkommen! So? War das zufriedenstellend? Gut. Ja, wir düsen jetzt zu Sandri. Lass ganz, ganz viel Liebe bei der Sandri da, weil ich liebe die Sandri und da gibt es auch ganz, ganz viel Sims. Also eigentlich fast nur, aber es gibt im Moment auch viele Horror-Games. Wir spielen auch bald wieder was zusammen. Da ist schon was Cooles in Planung. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, was. Und ja, die Gisela wollte auch mal ganz kurz, Hallo sagen. Ich bin die Gisela und ich habe mein Gebiss schon wieder vergessen. Und danke für alles. Danke für den schönen Stream, ihr Lieben. Wir sehen uns am Freitag wieder. Morgen gibt es einen Stream bei Luki. Und ja, seid gut zu euch. Aki? Was? Wie bitte? Achim! Tschüss, ihr Lieben. Viel Spaß bei der Sandri. Macht's gut. Danke für alles. Hab euch lieb. Danke für den schönen Abend. Auf Wiedersehen.